Puh, so lange hat OBS noch nie gebraucht für die Wiederverbindung. Es tut mir leid. Also jetzt mal wieder nix. F5 ist eine gute Idee. Jetzt müsste es wieder gehen. Also OBS hat sich neu verbunden. Aber wir sind wieder bei unseren 70% ausgelassenen Frames. BlackSpy hat dich wieder bewegt? Wahrscheinlich. Dabei finde ich Herbert Grönemeyer eigentlich cool. Der hat ein paar schöne Lieder gemacht. Aber ja, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das sah doch eben wieder ganz gut aus. Eben ging's. Ja, Standbilder gerade. Es war momentan komplett weg gewesen. Musste mich neu verbinden, weil OBS hat mich rausgeworfen und das heißt, spätestens dann habt ihr gar nichts mehr. Wir probieren es noch ein paar Minuten. Wenn es bis 19 Uhr nicht klappt und vernünftig läuft, ist Feierabend. Und das sieht gerade echt nicht gut aus. Oh. So, jetzt haben wir eine Verbindung, die zumindest einen Ton erlauben sollte. Ja, es ist momentan leider ziemlich RIP hier. Aber das liegt nicht an euch. Die Probleme, die hier gerade sind, die liegen an mir. Und es tut mir halt leid. Wie gesagt, mein Internetanbieter arbeitet dran. Die haben mir gesagt, alle arbeiten dran, das ganze Team. Weil mein Fall ist ultra schwer. Nee, ich bin nicht bei Vodafone. Allerdings überlege ich, zu Vodafone zu wechseln, weil die bauen hier demnächst Glasfaser aus. Und das könnte dann besser werden. Weil momentan bin ich beim lokalen Kabelnetzanbieter. Und das ist normalerweise das Beste, was hier verfügbar ist. Hey Bisa, hab dich heute so gebraucht? Alpa, ich gebe hier alles, aber das Problem ist, ich habe hier nur sehr beschränkte Möglichkeiten, was zu machen, weil im Grunde, ich kann auf die Verbindung gucken und muss halt hoffen, dass es klappt. Jetzt haben wir es. Jetzt scheinen wir stabil zu sein. Wir probieren es nochmal ein bisschen, aber wenn es nochmal einen Verbindungsfehler gibt, dann machen wir Feierabend für heute. So, okay, jetzt scheint es stabil zu sein. Deswegen, also, wir waren zuletzt bei Herbert Grönemeyer, den finde ich auch sehr, sehr gut. Der hat ein paar sehr schöne Lieder gemacht. Ich weiß nicht, ob er noch heute was singt. So, und hi Bisa, ich werde jetzt kurz gehen müssen, aber dann komme ich gerne. Sehr gut, CY, wenn ich noch da bin, momentan, ich kann nichts versprechen. Aber ich würde sagen, ich schmeiße das Spiel an. Weil dann können wir zumindest ein bisschen tauschen und kann ich einigen von euch noch heute helfen. Weil mir braucht ihr eigentlich nichts mehr mitbringen, außer wenn ihr Lust habt, ein paar Vivian-Muster. Aber ansonsten, ich bin ja fertig. Ja, auch gestern. Gestern hat mir BlackSpy nochmal das letzte Vivian-Muster gebracht. Da bin ich also auch schon fertig. Und ja, wir machen also ganz gemütlich jetzt für euch weiter. Hat den kleinen Vorteil, muss ich keine Shinies mehr so oft einsortieren. Und ja, mal gucken. Mal gucken, ob es heute was wird. Ja. Dann Spiel starten, bevor die Leitung es sich anders denkt. Naja, ja, eben ging es ja auch so die 10 Minütchen. Da hatten wir wieder Glück gehabt. Aber das ist halt kein Zustand, ne? Wir brauchen eine stabile Leitung. Also auf jeden Fall, es kommt demnächst Glasfaser. Dann bei Vodafone halt. Wobei Vodafone eh mit meinem Kabelanbieter hier zusammenarbeitet. Ja. Ich hoffe, der repariert es endlich. Na gut. So, also Spiel startet. Dann gehen wir auch im Spiel direkt online. Weil lustigerweise, wie gesagt, ich kann alles spielen. Ich kann mit euch im Chat reden. Aber streamen, das geht nicht. Weil gerade der Upload, der für Streamen ja wichtig ist, also das Rüberschicken von den ganzen Daten, der hakt ohne Ende. Es ist ein Zustand, leider kein guter. So sieht's aus. So sieht's aus. Und ich würde es gern ändern können. Also wenn es helfen würde, gegen den Computer einmal gegenzutreten oder sowas, würde ich machen. Problem ist, es hilft nicht. Es liegt halt nicht an mir. Es liegt hier einfach an meinem glorreichen Internetanbieter. Und laut ihm ist es auch ein ganz schwerer, exotischer Fall. Naja. So, du siehst bei dir nichts. Dann liegt es nicht an mir, Evelina. Dann F5 drücken oder App nochmal neu starten. Ich mache einen Tauschraum auf. Und Jakob hat einen schönen Eisenblatt-Raid-Code. 7B58H8. Hätten wir auch machen können, ne? Jetzt bin ich aber schon hier drin. Und Furkan, schön, dass du da bist. Hey! Du hast nichts verpasst. Heute ist das Internet wieder sehr wild und ich hoffe, dass es jetzt stabil läuft, weil wenn es nochmal nicht gut geht, dann sind wir wahrscheinlich raus. Ach, guck mal. BlackSpy hat es direkt beim ersten Mal reingeschafft. Das heißt, ihr müsst euch jetzt ein bisschen gedulden, weil jetzt werden wahrscheinlich ein paar Pokémon rüberkommen. Weil der Gute hat wieder nachgezüchtet. Guckt mal hier, das seltene Savannenmuster, weil wir haben das nur noch einmal gehabt, glaube ich. Das ist sehr, sehr schön. So, hab einen neuen Eisenblatt. Also hatten wir gerade. So.
So, möchte jemand mit mir Pokémon tauschen? Jakob, gerne, gerne. Aber wie gesagt, jetzt Black Spy bringt schönen Nachschub für euch. Das heißt, guck mal zu, was er Schönes mitbringt. Weil Vivion-Muster sind ja aktuell immer noch sehr, sehr beliebt. Und Joachim hat heute ein Shiny Shaymin bekommen. Oh, sehr, sehr gut. Shiny Shaymin. Welche Farbe hat das denn? Ich weiß gar nicht, welche Farbe Shiny Shaymin hat. Welche Farbe hat es denn? Erzähl mal. Ich weiß es echt nicht. Und im Chat habt ihr einen Zaplarang. Weil Shaymin ist normalerweise weiß-grün. Kannst du vielleicht gleich Starterbox zeigen? Ich habe alle Pokémon vorrätig. Also egal, welchen Starter du brauchst. Also Glumanda, Hoplo, Froxy, Bautz, Otaro, Zorua. Also Zorua ist kein Starter, war aber auch ein Event-Pokémon, was man züchten konnte. Sind alle vorrätig. Und Feurigel, ne? Feurigel auch noch. Also alle, die es gab bisher, sind alle da. Und Fallen Dragon, schön, dass du da bist. Hey, wir kriegen gerade hier kräftigen Nachschub von unserem lieben Black Spy. Momentan 2 Savannenmuster. 3 Savannenmuster. Und Savannenmuster sind bei euch sehr begehrt. Der liebe Black Spy hat nämlich gestern extra einen Screenshot gemacht am Ende vom Stream, was mir noch fehlte. Und hier, Savannenmuster waren auf jeden Fall dabei. Sehr, sehr gut. Ich habe dann alle Starter. Sehr gut. Vorkan. Also, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Die normalen Starter habe ich auch, also Felori, Quax und Krokel. Wer die noch braucht, alle mit versteckter Fähigkeit, sind alle da. Und Flamara soll noch kommen. Wo ist Flamara? Flamara hatte ich vorhin, aber hier habe ich es auch nochmal. So, oh, mit Fähigkeitenpflaster. Ah, oh, alle wieder mit Fähigkeitenpflaster. Da muss ich Black Spy fragen, ob die draufbleiben oder ob ich sie mir krallen kann. Und hier Blumenmeermuster. Richtig, richtig gut. Wir bauen ganz kurz mal hier Flamara auf. Guck mal hier. Das müsste das 9. sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also 9 Supporter sind bereits da. Wo ist Team Feuer? Da oben. Da oben ist Team Feuer. So. Ah, genau bei meinem Kopf, das ist doof. Dann kommt es hier unten hin. Hm. Oh, Turmbau zu Nachtara. Geht auch. Also Evoli-Turm ist im Bau. Auch hier wieder Fähigkeitenpflaster drauf. Ihr könnt euch so schicke Sachen abholen. Oh mein Gott, ist Flamara süß? Ja, es ist mega süß. Mir fehlt aber eins, meine ich. Blitzer, ne? Blitzer habe ich nicht. Das sah damals nicht ganz so toll aus, deswegen habe ich es übersprungen, aber jetzt bereue ich es. Ich hätte mir damals auch Blitzer mitbestellen sollen. Ah, so. Mhm. Wie kann, beziehungsweise bekommt man denn alle Vivion-Muster zusammen? Gibt es da extra Spots für? Nee, Freund. Das ist so, bei Pokémon Go kannst du Postkarten verschicken, eine pro Tag. Und wenn du die Postkarte dann als Geheimgeschehen bei Pokémon Karmesin Purpur einlöst, wird für 24 Stunden dein Standard Vivion verwandelt in das entsprechende Sondermuster. Es gibt halt pro Region, wo du bist, verschiedene Codes und dann Muster. Wie zum Beispiel jetzt hier, ich weiß nicht, wo es herkommt, das rosane Muster und das Schwedenmuster kommen aus 2 verschiedenen Regionen. Zum Beispiel das eine aus China, das andere aus Südamerika. Und je nachdem, von wo du den Code eingelöst hast, gilt dann dieses Muster bei dir für 24 Stunden in deinem Spiel. Und nach 24 Stunden hast du wieder die Basisversion. Wichtig ist, du musst halt ein entwickeltes Vivion fangen, nicht die Vorentwicklung. Weil sonst kriegst du immer die Basisversion raus. Man kann die nicht nachzüchten, du musst also die entwickelte, fertige Form fangen und das innerhalb von 24 Stunden. Und wahrscheinlich machen das viele mit Sandwich, schönem Shiny Sandwich. Damit man da auch die schönen Shinies rausholen kann. So, Psyana darf nicht fehlen. Okay, wir haben Psyana. Ich muss nur kurz gucken. Oh, und hier, Ozeanmuster. Ich mag das Ozeanmuster sehr gerne. Ich finde es cool, und mit dem Wasser und oben Sonne drauf. So, das ist nicht Psyana. Da haben wir Emolga und Aquana. Aber die kommen anders mal. So, Psyana, wo bist du? Psyana. Tada, Psyana ist da. Ja, muss ein bisschen weiter tauschen. Uff, das ist mir zu anstrengend. Es ist ein bisschen anstrengend, aber wenn du Pokémon Go hast, ich meine, den Code rüberschicken ist jetzt nicht so schwer. Du kriegst den scheinbar einmal pro Tag. Also man kann das irgendwie mehrfach machen. Aber natürlich musst du mit anderen Leuten tauschen und da gibt es halt ähnlich wie bei Ditto sowohl so Tauschräume, wo du deinen Code weitergeben kannst oder du kommst in ein Spiel von anderen Leuten rein
und kannst dann in deren Spielstand, über diesen Freundeskreis oder sowas wahrscheinlich, dann die anderen Vivians fangen. So, wo geben wir dich hin? Nee, das geht's nicht. Hier. Oh nein! Putz. Okay. Das dauert zu lang. Haben wir anders gemacht. So, Vivian ist da. Halt. So, hier rüber. So. Genau, kein Shiny untergemogelt. Muss man mal aufpassen. Ich dachte immer, Dragonir könnte fliegen. Es wäre schön. Aber soll anders fliegen. Ja, jetzt wollte ich stehen bleiben. Also bei Plinfa ist ja auch so. Plinfa ist relativ rund und die ist ja leicht angelehnt. Alleine würde ich nicht stehen bleiben. Und deswegen, es ist an der Stelle ein bisschen tricky. So. Deswegen jetzt Plinfas Hut ist weg. Sonst konnte ich hier Psyana nicht ein runter. Ach, Psyana sieht man nicht mehr so gut. Sitze ich genau davor. Aber ist auch hier immer Evoli, ne? Evoli nimmt die Sicht ein bisschen weg. Da müssen wir durch. Er hat, glaube ich, gerade Aquana gesehen und Emolga. Ach, wegen dem Stream-Neustart habt ihr wieder alle 10 da, ne? Ach, ihr Schummler. Okay. Jetzt habt ihr mehr als 10. Wir sind schon bei 10 längst. So. Oh ja, und hier Sumpfmuster, ne? Dschungel. Dschungelmuster. So, Aquana und Emolga. Dann haben wir die beiden Freunde noch hier. Ja. Das heißt, jetzt ist wieder Team Wasser hat aufgeholt. Und rüber. Oh, wieder alle mit Fähigkeitspflaster. Es ist der Wahnsinn. So. Noch was Süßes. Oh, was nehmen wir Süßes? Wir brauchen mehr Bisas. Also, gibt es noch einen Bisa? Einmal Zwinker-Bisa. Ja. Und Bisa kommt auch noch hin. Uiuiuiui. Okay. Das war's, ne? Ja, okay, okay. Zusätzlich noch Shinies wäre zu viel gewesen. Obwohl. Nee, nee, brauchst keine. Also wir haben so viel zum Verlosen. Also gar kein Problem. Normale Versionen reichen völlig aus. Guck mal, die haben was super krasses dabei. Nämlich die Pflaster. So. Heute mal kein Shiny. Hab kein Sandwich gemacht. Gar kein Problem. Wie gesagt, normale Versionen reichen völlig aus. Weil die meisten brauchen ja auch die normalen für die Sammlung. Es sind ja die wenigsten so verrückt machende Shiny-Sammlung. Oh, und Joachim macht so eine leckere Pizza. Yes! Lass es dir schmecken. So, meine Switch sieht ganz witzig aus mit nur einem Joy-Con. Mal gucken, ob der blaue repariert wird. Ist einer kaputt? Oh nein! Dann hoffentlich kriegst du es repariert. Weil sonst kann man nicht so gut spielen, ne? So, der Verrückte. Yeah! Ja, das ist ja schon ziemlich mühsam, ne? Oh, Monsunmuster haben wir auch. Sehr, sehr gut. Mache Mini-Pizzen für mich und meine Frau. Lecker. Die sind auch lecker.
Ja, das sind meistens, glaube ich, von Wagner, ne? Wagner Mini-Pizzas sind 12 Stück drin, oder? Ich glaube, 12 waren drin, oder 9? Nochmal zu Porter Schalmin. Oh, haben wir noch Schalmin? Schalmin haben wir noch da, ne? Also, hier ist noch Schalmin. Da haben wir das Gute. Landform. Ach so, Zenitform ist auch noch irgendwo. Ja. Auf Bisa, kann man es überhaupt sehen? Sieht man nicht. Muss ich woanders hin machen. Ich mach's mal woanders hin. Machen wir erstmal weiter. So. Und Kentakio hat mit 3 Zuschauern vorbeigeschaut. Hallo, ihr Lieben. Wir machen hier gerade auffüllende Boxen von Vivion mit dem lieben Blackspy. Der bringt wieder kräftig Nachschub vorbei und ich baue inzwischen Supporter des Tages auf. Und habe gemerkt, Shaimin kann man nicht sehen. Deswegen muss es woanders hin. Dann kommt es hier hin. So. Ja, das ist ein guter Ort. Das ist ein guter Ort. Auf Shigi war ein sehr, sehr guter Ort. Muss ich mir fürs nächste Mal merken. So, Bisa, was passiert, wenn ich ein Ei in die Obhut der Akademie gebe? Kannst du nicht machen. Das ist im Spiel nicht vorgesehen. Zumindest weiß ich nicht, wie das gehen sollte. Und ich würde es auch nicht machen. Wenn du ein schönes Pokémon-Ei in echt hättest, dann würdest du es auf jeden Fall selber ausbrüten, weil das gehört sich so. So. Und noch ein Sonnenmuster. Sehr, sehr cool. Ich war heute zum Mittag allein. Ich habe mir eine Ente mit Reis geholt. Oh, sehr lecker. Ich mag auch Ente. Das klingt fast so nach einer China-Ente, ne? So China mit Ente mit China-Gemüse und Reis. Oh, war bestimmt sehr, sehr lecker. Man bekommt das Ei einfach nicht. Ist wie Nein zur Hortleiterin sagen. Doch, das Ei wird kommen. Dein shiny Ei wird kommen. Aber manchmal dauert es leider länger. So, und bei Joachim waren 9 Mini-Pizzen drin. Okay, da waren es nicht 12, waren es 9. Aber es war auf jeden Fall eine Zahl, die durch 3 teilbar war. Das weiß ich noch. So, zuletzt habe ich an Weihnachten Ente gegessen. Oh, also ich habe die tatsächlich ein bisschen öfters. Also nicht ständig. Aber ich würde schon sagen, einmal pro Monat habe ich auf jeden Fall Ente, weil ich mag die. Ente ist lecker. Aber klar, also, ne, hier, Enton esse ich nicht. Ich esse die andere Ente. Diese Fake-Enten aus der Menschenwelt. Ja, ganz genau. So etwas bei dem Laden. Gibt es auch Sushi? Genau. Ich hab's mir gedacht, weil Ente mit Reis, das ist halt ein bisschen exotisch, weil wenn du es im deutschen Restaurant gegessen hättest, dann hättest du eher Ente mit Kartoffeln gehabt. Oder mit Klößen oder mit Kroketten, also mit irgendwas anderem. Aber sobald du Reis dabei hast, dann ist es normalerweise asiatisch. Wobei in Italien müsste es ja auch geben. Aber Italiener machen mehr mit Pasta, ne? Ist übrigens auch lecker, ne? Mal so Pasta mit Ente gibt's auch. Ist auch sehr, sehr cool. So. Ja, einfach nur lesen. So sieht's aus. Wer füttert Enten mit Reis? Das soll man doch nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja. Weiß jemand, wie ich schnellstmöglich an diese Kanne rankommen kann für Fatality? Nicht die für die Originale, die andere. Die normale Entwicklung? Ausrufezeichen Pokédex. Ausrufezeichen Pokédex und danach Fatality gucken. Beziehungsweise nach, wie ist die Entwicklung? Oh. Ich bin so aufgeregt wegen dem doofen Internet. Wie hieß das Kännchen? Fällt mir wieder später ein, wenn es zu spät ist. Weil ich weiß gar nicht, wie man es entwickelt. Ihr habt es mir getauscht damals, deswegen ich musste es nicht entwickeln. Und ich glaube, das gibt es in der Welt normal nicht zu fangen. Lenlong, hey! Schön, dass du da bist! Wir kriegen gerade hier kräftigen Nachschub von Blackspy. Das heißt, ihr könnt euch freuen. Alle die, die gerne Vivion-Muster haben möchten. Ja, es ist wieder alles vorrätig. Guckt es euch hier an. All die schönen Muster. Aber jetzt die letzten 2 Eier. Mehr habe ich nicht mehr. Blackspy, die letzten beiden. Mit rissiger, löchriger Kanne. Genau. Ich weiß nicht, wie es hieß. Wie die Entwicklung hieß. Rosé-Bisa. Rosé-Bisa ist da. Das ist schon da. Oben. Rosé-Bisa ist schon da. Da. Da oben ist es. Das kann ich nicht nochmal holen. Aber ich kann dir was anderes anbieten. Zum Beispiel Feuerriegel hätten wir noch. Barmelin, Hoplo, Pikachu, Bisa, Mew.
Scaraborn, Yoshi, Gengar. Was haben wir noch? Mobei. Also wir haben noch einige Vorrat. So, Black 2, letztes Ei. Ein Pokémon brauchen wir dann noch? Nein, jetzt letztes Ei. Das muss genug sein. Dann nächstes Mal mehr. So, Mobei. Ah, alles klar. Das heißt, Rosebisa und Mobei. Nee, Mobei. Lenlong, du musst ja noch eins aussuchen. Scaraborn. Okay. Scaraborn und Mobei. Ja, okay. Dann haben wir hier Scaraborn. Der war schon lange nicht mehr da. Und das süße Mobei. Das ist echt super knuffig. Mobei ist extrem cool. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Pokémon, aber das Plüschi dazu ist einfach mega. So, Blackspy, dann besten Dank. Wann ist wieder Pizzatag bei dir, Bisa? Gestern. Gestern war Pizzatag. Wobei, es war diese Woche, waren es zwei. Ich glaube, Montag und gestern, also Montag und Freitag, ne? Okay. Sagte ja 21 und das Ei hat's in sich. Aber 2, 4, 6, 18, 20. Okay. Dann muss ich nur gucken. Ach, guck mal hier, Anton. Ne, das ist shiny. Das ist shiny. Ich habe nichts mehr zum Tauschen. Dann nächstes Mal. Nächstes Mal, Blackspy. Geht nicht mehr. Das waren eh viel mehr. Du weißt ja normalerweise nicht ganz so viel. Wo hast du die ganzen Plüschis her? Die meisten aus dem Pokémon Center. Damals bestellt. Deswegen, die meisten sind halt ältere Pokémon. Und die neueren sind im Grunde alle von Amazon. So, dann mache ich den Linktauschraum auf. Und wer noch was braucht, der kann vorbeikommen. Ich baue inzwischen noch Scaraborn und... Ah, Feuerregel kommt auch noch. Okay. Dann nehme ich hier Feuerregel. Da haben wir den guten. So, Feuerregel. Und ihr seid alle so fiese Schummler, echt. Wegen dem Neustart des Streams habt ihr heute wesentlich mehr als 10 Supporter. Wir sind schon bei 20 längst. So. Scaraborn hier. Wobei. Oh nein, ich hätte nicht anrühren sollen. So. So, ich habe Supporter ausgeschaltet. Das wird mir zu viel. Das sind zu viele. So, Jakob ist drin. Dann Jakob, was magst du Schönes haben? Erzähl mal. So. Du warst ja schon ein paar Mal drin gewesen. Was brauchst du? Erzähl mal. So, hey, hätte ganz gerne Eisenhand mit Terra-Typ Pflanze, falls du es hast. Mit Pflanze? Nee. Pflanze ist sehr exotisch. Wie kommst du auf Pflanze? Nee. Musst du selbst machen. Ich habe hier drei Eisenhand. Zwei mit Elektro, einen mit Kampf. Aber keinen mit Pflanze. 50 Pflanzen-Terra-Splitter, dann ab nach Mesclara in die Schatzstube und dann läuft's. Wer hat früher auch gedacht, dass Mogelbaum vom Typ Pflanze ist? Wahrscheinlich jeder, weil es genauso wie Pflanze aussieht, ne? Aber es hat der Trick. Wie bei Mogelbaum. Mobei und Mogelbaum, genau. So. Jakob, was brauchst du? Du kennst doch die Boxen. Du kennst sie. Ich habe das auch gedacht. In einer Pokémon-Folge habe ich dann zum ersten Mal rausgefunden, dass es Gestein ist. So, ich blätter hier parallel durch. Das heißt, du kannst gucken. Robert ist vom Typ Schnucki. Ja. Ich bin vom Typ alter Mann. So, okay, ich blätter wieder zurück. Such dir was Schönes raus. So. Irgendwas habe ich vergessen vorzulesen. Moin, Bisa und Community. Kamikaze, schön, dass du da bist. Wir machen gerade den Tauschraum. Ich habe gerade Supporter ausgeschaltet, weil ihr habt hier einfach gecheatet. Weil ich heute den Stream 5-mal neu starten musste. Ja, konnten viel zu viele Supporter gekauft werden. Wir sind bestimmt bei 20 schon längst. So, was ist vom Typ Gestein? Hab nicht aufgepasst gerade. Mobei. Mobei bzw. Mogelbaum. Weil die muss man mit Wasser bekämpfen, obwohl die nicht danach aussehen, dass sie eine Wasserschwäche hätten.
Robert ist vom Typ Schnucki. Ja. Ja, das ist vom lieben Gesu. Der ist ja selber super Schnucki, ne? Er ist ein ganz Lieber. So, Jakob, was magst du haben? Wir sind jetzt mehrmals durchgegangen. Und Dark Crasher, schön, dass du da bist. Hier seht ihr gerade meine Boxen, was alles vorrätig ist. Der gute Jakob ist gerade im Tauschraum. Hier hinten haben wir unsere zwei Boxen mit Vivions. Wir haben inzwischen mehr Vivions. Gut, der gute Blackspy hat Nachschub gebracht. Hier haben wir die ersten drei Reihen mit den 6 DV-Pokémon. In der Mitte rechts, das Ditto ist ein 5 DV japanisch. Ansonsten die ersten drei Reihen sind 6 DV. Unten haben wir noch Azugladis hier. Hier sind unsere versteckten Fähigkeiten Event-Pokémon und Starter. Und dann hier die zwei Boxen Karmesin bzw. Purpur mit den jeweils Paradox-Pokémon oder den Exklusiven. Inklusive Azugladis und Cremanzo. Alles heute vorrätig. Und in der ersten Box haben wir nochmal 5 DV-Dittos. So, Jakob, sag Bescheid, sonst schmeiße ich dich raus, weil die anderen wollen auch. Prost! Ich brauche Box 3, Spalte 5. Box 3, 2, 3, 4, 5. Donnersichel. Alles klar, Donnersichel ist unterwegs. Bisa, mein Turnier ist vorbei. Ich bin auf Platz 1 ohne Niederlage gekommen. Oh, Evelina, GG. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Und Reborn, hey, schön, dass du da bist. Wenn du auch was tauschen brauchst, du kannst gleich in den Tauschraum reinkommen. Wobei, wir machen auch ein paar Raids. Und wir sollten mit den Verlosungen auch starten, solange das Internet läuft. Aber vermutlich ab jetzt läuft es auch dann dauerhaft wieder gut. Das ist schön. So. Ach so, Mogelbaum. Doch, das wusste ich tatsächlich. Aber wenn ich es wusste, dass dem so ist, dafür ist mein Kindheitsgedächtnis nicht so gut. Also spätestens in Arceus, da gab es ja auch die eine Mission in diesem einen Ödland. Ich weiß nicht, wie es genau hieß. Das mit der Roten Erde, das Gebiet. Und da war ja auch ein Mogelbaum gewesen. Und das musste man ja im Laufe der Hauptmission dann bekämpfen. Ne? Das, da wurde auch genau gesagt, man muss es mit Wasser machen. So, Maxi, schön, dass du da bist. Wunderbar. Für diejenigen, die nicht Bescheid wissen sollten, ja, Jakob, du hast noch einen zweiten Wunsch. Und Box 6, alles klar. Mit Ausrufezeichen News könnt ihr euch die aktuellen Geheimgeschehen-Codes angucken. Und einer der Codes, nämlich der für die zwei TMs, ich glaube Trugträne und noch etwas anderes, der ist nur bis morgen gültig. Also bis Montag in der Früh, aber halt im Grunde bis morgen. Und wer den noch nicht eingelöst hat, löst den rechtzeitig ein. Ansonsten gibt es noch drei weitere Codes für Top-Beleber, Sonderbonbons und 30 Pokebälle. Otaro? Alles klar. Otaro ist unterwegs. So, kann mir jemand helfen, den Dex zu vollen? Ja, Maxi, du kannst hier jeden Pokémon-Stream zwei Wunsch-Pokémon abholen von den Pokémon, die ich in meinen ersten 9 Boxen drin habe. Und es ist momentan alles vorrätig. Also alle Event-Pokémon sind vorrätig, alle Starter-Pokémon sind vorrätig, jeweils mit 5 DV und versteckter Fähigkeit. Dann haben wir Dittos vorrätig. Wir haben alle exklusiven Paradox sowie exklusiven normalen Pokémon aus Karmesin und Purpur. Also alles ist da. So, alles gut, aber danke. Perfekt, dann freue ich mich. So, Bisa. Heute gibt es bei mir Bisa-Pizza. Sehr, sehr gut. Wunderbar, Bisa-Pizza immer beste. Das Schöne bei Pizza ist, man kann sich, wenn man sie selber macht, alles Mögliche draufschmeißen. Und das ist immer toll. Ne, also das, was man zu Hause rumliegen hat oder worauf man Lust hat. Ne, einmal sagt man, komm, ich mache mir jetzt eine Thunfischpizza oder ich mache mir eine Hawaii-Pizza oder einfach Salami-Pizza. Es ist wunderbar. So, Jakob, alles klar. Dann bis nächstes Mal. Ich mache den Tauschraum direkt wieder auf. Wer noch was braucht, ihr könnt noch mal reinkommen. So, ich brauche alle Karmesin-Pokémon. Dann kannst du heute schon mal die zwei schönsten abholen und nächstes Mal die nächsten zwei schönsten. Mit deinem Rezept, Bisa? Ja, dann super. Sehr, sehr gut. Wenn du den Teig fluffiger haben willst, wie gesagt, ich habe es auch im Video gesagt, dann am besten den Teig in der Schüssel gehen lassen. Aber ich bin immer ein bisschen faul und denke mir, hey, komm, lieber erst schon mal einen Abwasch machen. Deswegen direkt auf dem Blech ausrollen, den Teig, ne, und dann da direkt gehen lassen. Es geht so schön einfach. Ne, man kann die 2-3 Stunden was anderes machen, während der Teig geht. Oder ein Leckerschmecker. So, Alpha, jetzt bist du drin. Was magst du gern haben? Hier wackelt auf jeden Fall eine ganze Menge. Und die Pokémon, die wackeln, das sind die, die einem normalerweise fehlen. Und es wackeln immer maximal die ersten 5. Und hier sehen wir die ersten 5 wackeln. Das heißt, auch Eisendorren könnte vielleicht fehlen. Genauso wie Eisenkrieger. Hier haben wir auch eine Menge Pokémon. Eisenhand, alles klar. So, Eisenhand ist unterwegs. Ich habe auch gesehen, ich habe ein schön trainiertes Pokémon in Box 7. Ich überlege gerade, welches es war. Das war entweder Eisenhand oder Azumarill. Ich glaube, es war Eisenhand.
Also wer ein schön trainiertes Eisenhand haben möchte, das ist auch in Box 7. Das ist, meine ich, vorbereitet für Raids, aber ich glaube nicht für die aktuellen Raids. Weil zwar meine ich mit Elektroattacken. Und für die aktuellen Raids braucht man Kampf. So, oha, danke. Das Donnersichel ist Level 100. Wurde mir so getauscht. Also wenn ihr spezielle Wünsche habt, ich kann immer nachgucken und euch das mit dem Wunschlevel geben. Normal fängt man sie nicht auf Level 100. Das heißt, jemand hat sich die Mühe gemacht, es für dich zu trainieren. Und das ist natürlich super lieb dann. Dann brauchst du es nicht mehr trainieren. Wenn du Glück hast, hattest du sogar auch schon optimierte Werte. Das kann sein. So, und da ist Eisenhand. So, Bisa, ich habe zwei Geschenke für dich. Komm in den Tauschraum rein und dann bin ich gespannt. Aber ich bin ja fertig. Ich habe alle Shinies jetzt. Ich brauche eigentlich nichts mehr. Also ihr könnt nur kommen, wenn ihr selber was braucht. Und dann kann ich euch hoffentlich auch mal helfen. Und Bomberpilot, hey, schön, dass du da bist. Und Alpa, was ist dein zweiter Wunsch? Das sind die beiden Purpurboxen, weil ich vermute, du brauchst Purpur. Na, wenn du Eisenhand brauchtest, dann vermutlich brauchst du hier noch was anderes. Was darf ich dir noch geben? Momentan ist ja alles aus Purpur vorrätig. Gestern war kein Eisenkrieger da, haben wir aber im Stream gefangen. Der ist also auch wieder da, genauso wie Eisendorn. Und den Elefant? Alles klar, Donphan, also Eisenrad. So. Ist unterwegs. Und alle anderen sehen jetzt natürlich, wie man hier tauschen kann, ne? Ihr bringt irgendwas mit, könnt euch bei mir aus den ersten 9 Boxen aussuchen, was ihr haben wollt. Die ersten 2 Boxen sind halt die Popo-Pokémon, die Boxen 3 und 4 sind Karmesin und danach die Boxen 5, 6 und 7, ne, 5, 6 sind dann die Starter-Pokémon und Event-Pokémon. Und dann die hintersten Boxen sind damit Vivion und eine gemischte Box haben wir auch. So, nun Pizza futtern. Dann hier, Joachim, lass dir schmecken. 9 Stück, wenn du es mit der Frau teilst, einer muss mehr kriegen. 9 kann man nicht durch 2 teilen, das heißt, einer von euch ist der Glückliche und kriegt 5 Stück. Lass es dir schmecken. Und Hightech, schön, dass du da bist. Falls du auch was tauschen brauchst, du kennst den Ablauf, dann komm gerne rein. Vielen lieben Dank, Bisa, gerne, gerne, Alpa. Auch für dich, wenn du mehr haben willst, komm nächsten Stream wieder vorbei, dann kriegst du 2 weitere. So, das waren 2 Stück. Ah, alles klar, mit Flammkörper übrigens. Flammkörper bei Dartignis ist gut für die Zucht von Eiern, weil ihr wisst, der Flammkörper beschleunigt das. Wer schneidet hier Pizza in 9 Teile? Nee, das waren Mini-Pizzen. Die Mini-Pizzen, das sind 9 Mini-Pizzen in der Packung. Und deswegen. Wobei man könnte die 9. Pizza eigentlich auch halbieren. Dann macht man halbe-halbe. Ja. Freust du dich aufs DLC? Ja. Wobei, wir müssen uns noch sehr gedulden, ne? Weil im Herbst, Winter sollen die beiden kommen. Und Herbst, Winter, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Das kann bedeuten Dezember und März. Ich hoffe mal, dass es eher so bedeutet August und November. Lassen wir uns überraschen. Und Juli, jetzt bist du drin. Guck mal, hier wackelt für dich auch einiges. Eisenfalter, Eisendorn, Eisenkrieger und Katapultra. Die wackeln aus Purpur. Und falls du Karmesin-Pokémon haben möchtest, da haben wir hier Wutpilz, Kriechflügel, Brüllschweif, Riesenzahn und Donnersichel. Sowie Kommandutan, Algit, Skunkapu, Driftlon und Humanolid. Und Starter-Pokémon hast du scheinbar alle. Und die anderen wackeln nicht, das heißt, da musst du wissen, was dir fehlt. Dann kannst du auch gerne kriegen. Ich bin nicht im Tauschraum drin. Schade, ich gebe auf. Evelina, kein Problem. Der Abend hat es angefangen. Wir haben noch Zeit. So. Eisenkrieger? Alles klar. So, Eisenkrieger ist unterwegs. Und da haben wir Papunga. Sehr, sehr schön. Wir haben insgesamt 18 Stück, da ich Salami esse und meine Frau Formaggi. Ah, okay. Ja, also eigentlich, die 9 Stück sind auch für eine Person, ne? Also für uns Jungs, ne? Weil wir essen ein bisschen mehr. Ich mache mir ein ganzes Blechpizza. Und deswegen 9 Stück, die sind super süß und lecker. Aber das wäre mir nicht genug als Essen.
So, da ich Hunger habe, wird der Stream wieder mal auf die Probe gestellt. Oh oh, Black Spy geht in die Küche. Immer gefährlich. So. Juli, was magst du noch haben? Kannst du noch ein zweites Pokémon aussuchen? Wenn du gerade Popo brauchtest, also ich habe noch Eisenfalter und Eisendorn. Und hier noch Katapultra. Wen magst du noch haben? Hat jemand Ozean, Dürre und Tundra-Bibions als Shiny überwürdig tauschen? Eisendorn? Ah, alles klar. Also ich habe jetzt gerade frische Ozeanmuster bekommen. Die kannst du dir abholen, aber nicht Shiny. Ich habe immer normale Pokémon hier. Genau, hier haben wir es gerade mit den News. Da seht ihr es, also der Geheimgeschehencode Rock and Baiten für die Tarnsteine und Staffette-TMs, der läuft jetzt in Kürze ab. Also in ungefähr 30 Stunden. Dann, wer den noch nicht abgeholt haben sollte, holt ihn rechtzeitig ab. Ansonsten haben wir noch Level Up, Revive und Catch by Ball für 10 Sonderbonbons, 5 Top-Beleber und für 30 verschiedene Bälle. Alles klar, Juli, bis nächstes Mal. Wir haben eine Siedelbeere mitgekriegt. Das ist sehr, sehr schön. So, und nochmal Linktausch und dann machen wir die ersten Verlosungen. Weil es ist ja schon wieder soweit. Und Lacey, schön, dass du da bist. Hallo. Wenn du auch tauschen willst, jetzt mache ich gerade den letzten Tauschraum. Danach wird verlost und dann machen wir mal ein paar Raids, denke ich. Der Start vom Stream war heute ein bisschen wild gewesen. Aber jetzt ist Luis da. Jetzt läuft's. Und hier wackeln Eisenfalter und Eisendorn, sowie Katapultra und Scampisto aus Purpur. Aus Karmesin fehlte Cremanzo, sowie Kumandutan, Algit, Skunkapu, Driftlon und Humanolid. Was wird getauscht? Alles, was euch fehlt. Alles, was du hier siehst in den ersten 9 Boxen, könntest du dir abholen. Also die ersten 2 Boxen sind Purpur, dann kommen 2 Boxen Karmesin. Dann kommen die Starter- und Event-Pokémon, alle mit 5 DV normalerweise und versteckter Fähigkeit. Das sind diese hier. Und danach haben wir eine gemischte Box. Die oberen 3 Reihen haben 6 DV, beziehungsweise das mittlere rechte Ditto. Das ist ein japanisches 5 DV Ditto. Und unten sehen wir noch Azugladis. Und hier auch ein schön trainiertes Eisenhand auf Level 100 mit Ableithieb, Bauchtrommel, Nahkampf, Elektrofeld. Also eigentlich sogar direkt für den Kampf geeignet. Hat sogar auch Angriff hoch. Sehr, sehr gut. Und Vivion muss, da muss ich nochmal sortieren. Haben wir gerade Nachschub gekriegt. Mir fehlen nur ein paar Shinies. Bei Shinies, wir machen Shiny-Verlosungen. Mindestens 5 Stück pro Stream. Das heißt, da kannst du dir gerne was abholen. Aber dann musst du Glück haben. Weil die Shinies werden nur verlost. Haben wir 3 Boxen voll? So, Lenlong, was magst du haben? Alles außer die Sachen aus Purpur. Außer das aus Purpur. Das heißt Karmesin. Da haben wir Cremanzo und dann haben wir hier die Reihe. Was magst du haben? Cremanzo und die, die wackeln. Und schaut gleich zweite Bundesliga. Joachim, dann viel Spaß. Ja, früher wusste ich immer Eintracht Braunschweig, ne? Und Eintracht Frankfurt. Die beiden waren öfters in der zweiten Bundesliga, aber inzwischen ist, glaube ich, Eintracht Frankfurt erste Liga und Eintracht Braunschweig gar nicht mehr dabei. Und dritte Bundesliga? Ich weiß nicht mehr. Ist dir egal? Dann nehmen wir das, was am meisten da ist. Dann nehmen wir hier einen Driftlon und einen Algit. Ich habe schon 2-mal gewonnen. Jo. Es gibt Leute, die haben sogar 3-mal im Stream gewonnen. Das ist auch passiert. Das wird schwierig zu übertreffen sein, aber ja. Wir haben sehr gute Gewinnchancen, weil es machen meistens zwischen 10 und 30 Leute beim Gewinnspiel mit. Das heißt, eure Gewinnchancen sind normalerweise zwischen 1/10 und 1/30, was ziemlich gut ist. Braunschweig ist zweite Bundesliga und kämpft gegen den Abstieg. Oh, schon wieder. Okay. Ich glaube, die waren auch mal erste Liga gewesen, aber ist schon ein bisschen länger her. Na gut. Na gut, ich bin ja auch nicht mehr in Braunschweig. Ne? Ich bin ja schon umgezogen. Aber damals, als ich da noch wohnte, ich meine, die waren damals sogar... Da waren die noch erste Liga? Ne, auch schon zweite. Ja, irgendwann klappt's. Ich habe ja von euch gehört, ne? Eintracht Frankfurt, denen geht es dafür momentan umso besser. Wobei es momentan ja super spannend ist. Ne? Werden die Bayern wieder Meister oder diesmal einmal nicht? Ja, es ist gerade eine richtig spannende Season, was ja mal schön ist. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Hey Bisa, sobald du dann fertig bist mit Tauschen, hätte ich einen Raid mit Eisenblatt. Wenn du willst, mache ich dann eins für dich auf. Sarah, gerne. Dann machen wir nach dem Tausch gerne Eisenblatt. Gerne, gerne. Eisenblatt und Windewoge gehen so super schnell, die können wir mal zwischenschieben. Das sind meistens 2-3 Runden, ne? Die gehen ganz schnell.
Braunschweig war sogar mal deutscher Meister. Ja, aber da muss man in der Zeit sehr weit zurück, ne? 80er Jahre oder sowas. Oh, hier schöner Name. Draco Feu. Das ist der französische Name, ne? Hm. Bayern wird Meister. BVB vergeigt es mal wieder. Meinst du? Momentan sieht es ja, glaube ich, sehr danach aus, dass Bayern noch nicht Meister wird, aber es ist noch nicht vorbei. Also ich freue mich. Wenn es spannend ist, ist es mein Beste. Und ein Eisenkrieger, sehr, sehr gut. Den kann ich weiter tauschen, weil ich habe nur einen. Jetzt haben wir einen zweiten. In den 60ern war Braunschweig Meister. Noch länger her, okay. Da war ich noch nicht mal da gewesen. Und ich glaube, Fußball in den 60ern war auch sehr anders als heute. Ich könnte heute Abend feiern. Ah, das heißt, heute entscheidet sich, was mit deinem Lieblingsclub passiert. Klingt auch sehr gut. Dann drücke ich dir die Daumen, dass dein Lieblingsclub heute gewinnt. Schalke haut nächste Woche Bayern erstmal weg. Gut, Schalke ist dafür bekannt, die Bayern immer wegzuklatschen. Das wird spannend. Hat Schalke ein Heimspiel oder ist es ein Auswärtsspiel? Weil ich glaube, ein Heimspiel ist für Schalke besser. Weil die haben sehr viel Fans, ne? Ich glaube, die kriegen ihre Stadien immer schön voll. Ländung, kein Problem. Wir schaffen das. Okay, also nach dem Tausch machen wir mal einen schönen Eisenblatt fertig. Und dann die Verlosung. Wenn ihr auch noch Räume habt oder Hilfe braucht bei einem Raid, sagt Bescheid. Ihr könnt es im Grunde einfach in den Chat posten. Schreibt einfach rein, Windewoge, Eisenblatt, Intellion, dahinter die Raumnummer. Dann kommen immer genug liebe Leute rein und helfen euch. So, Lendong, viel, viel Spaß mit den beiden und bis nächstes Mal. Wenn wir heute gewinnen, gibt es in der Bundesliga zwei Mannschaften aus Hessen. Oh, also Eintracht Frankfurt und, was ist denn das zweite? Was gibt es denn noch in Hessen? Da gibt es Bad Homburg, Darmstadt. Ich habe keine Ahnung, was da noch ist. So, Sarah hat bereits den Raum gepostet. Das ist einmal, Darmstadt. Es ist wirklich Darmstadt. Guck mal. Ich wusste gar nicht, dass Darmstadt einen guten Fußballverein hat. Okay. SV Darmstadt 98. Waren die schon mal in der ersten Bundesliga? Ich kenne mich da halt nicht aus. So, hier brauchen wir Gladimperio, ne? Gladimperio. Genau. Gladimperio ist ja richtig. Okay. Schalke war letztens bei uns und hat 4-0 gegen Freiburg verloren. Okay. Freiburg. Ich glaube, Freiburg wäre einfacher als Bayern München, ne? Ja, waren sie? Okay. Okay. Ja, da seht ihr halt, ich bin nicht so der Fußballprofi. Ich kenne gerade mal so eine Handvoll Clubs wahrscheinlich. Oder gut, vielleicht zwei, drei Hände voll. Aber dann mit dem Zuordnen wird es richtig schwierig. So, und wir haben noch zwei Plätze frei bei Eisenblatt. Wer noch Eisenblatt braucht, jetzt könnt ihr es euch abholen. 62 QV3V. Als ob das Schalke momentan schafft, die Bayern zu besiegen. Die ganzen Schalker müssen nur einmal in den Topf mit dem Zaubertrank, ne, wie Obelix, und dann läuft's. Hallo ihr Pokémon-Fans und Trainer Christopheles, schön, dass du da bist. Wir haben gerade ein bisschen getauscht, jetzt machen wir unseren ersten Raid. Heute ist es hier Eisenblatt, sollte ganz fix gehen. Und danach machen wir die ersten Verlosungen, das heißt, du bist genau rechtzeitig gekommen. Der Streamstart war heute ein bisschen wild, Internet wollte mal wieder überhaupt nicht, aber lustigerweise, jetzt hat sich's ergeben und jetzt läuft's. Ja, das ist gut, so soll's sein. So, Kitty, einmal Knopf drücken und am besten nicht Feuerriegel mitnehmen. Du weißt doch, Feuerriegel ist nicht ganz ideal. Dann bin ich ja wirklich pünktlich, aber hey, auf die Minute. So, jetzt geht's los. Die steigen manchmal auf, aber dann auch wieder ab. Das kenne ich halt von Braunschweig. Ne? Eintracht Braunschweig war ein paar Mal aufgestiegen, abgestiegen, immer so dritte, zweite Liga, ne? So ein bisschen hin und her. Wobei Frankfurt auch öfters, ne? Auch mal erste, zweite Liga. Ich meine, die erste Liga ist ja schon knüppelhart. So, hier komplettes Team Purpur wieder. Alle Spieler aus Purpur. Ja,
Müssen wir mal gucken. Wir machen am besten zweimal, ne? Zweimal Schwertanz, das muss reichen. Ist Nürnberg nicht Meister in und im Auf- und Absteigen? Och, Nürnberg war eigentlich auch ganz gut gewesen, ne? Also die kenne ich noch als relativ guten Verein. Aber die waren halt auch schon in verschiedenen Ligen. Okay, zweimal Schwertanz und Runde 3 greife ich einfach mal an. Was ist mit unserem Energiebalken los? Was? 2 K.O.s? Okay, jetzt müssen wir draufhauen. Eisenblatt ist richtig frech. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Hätte doch dreimal Schwertanz gebraucht. Alle K.O.? Was los? Müssen wir eventuell nochmal machen. Ich war One-Hit. Also gegen Eisenblatt sind andere Pokémon empfehlenswert. Ihr habt ja bei Bisa-Fans, ne? Ausrufezeichen Raids, da könnt ihr gucken. Jetzt bin ich auch K.O. Volltreffer? Es kommen oft Volltreffer. Das Volltreffer ist immer kritisch. Aber gut. Weil normalerweise den hat man in 2 Runden fertig. So, guckt mal nochmal nach hier. Nicht hier. Da haben wir das gute Stück. Nee, das nicht. Hier ist das. Ne, hier haben wir Eisenblatt. Und gegen Eisenblatt ist hier das Windewoge. Gegen Eisenblatt haben wir hier entweder Eisenhand, Eisenkrieger oder Gladimperio. Die sind gut. Ja, die sind gut. Bringt die am besten mit und dann läuft's. Weil es gehen auch andere Pokémon. Aber dann hat man öfters mal K.O.s. Ich meine, Eisenblatt kann eskalieren. Wenn er wirklich Volltreffer klatscht, dann ist es halt Pech. Aber das Team war nicht ganz optimiert für das Pokémon. So, muss kurz in den Lurk für Matheprüfung lernen. Oh, Finja, dann viel Spaß. Wobei Matheprüfungen leider nicht immer ganz so spaßig sind. Aber man kann sich darauf vorbereiten. So, Sarah Poki hat einen neuen Raum aufgemacht. Dann gehen wir nochmal rein. Oh, das ist ein schöner Raumname. Der heißt sogar Poki. Das ist ein schöner Raumname. POK899. Gebt mir viel Glück bei einem Shiny Merrill Hunt. Na, CY. Daumen sind gedrückt. Viel, viel Erfolg. Okay. Und dann auf ein neues. Also recht gut sind hier halt sowas wie Unlichtattacken. Nehmt gerne was mit, was bei Unlicht gut ist. Ansonsten Tanky oder ein Supporter. Supporter sind immer gut. Und die 3 Pokémon, die besonders gut gehen, haben wir gesehen gerade, ne? Gut, da haben wir jetzt auf jeden Fall Supporter. Nachtara ist ein klassischer Supporter. Hytera ist ein Supporter. Das heißt, wenn da vielleicht sowas wie ein Lichtschild, Reflektor oder so ein Spaß kommt, das ist schon mal sehr, sehr schön. Aber so wie es aussieht, ich muss dann 3-mal Schwertanz machen, weil ich bin der Einzige, der Schaden macht. Dann brauche ich wirklich 3-mal Schwertanz. Weil wir haben eigentlich Siegeswille drauf und mit Siegeswille pumpen wir uns automatisch auf. Aber scheinbar Eisenblatt macht nicht so viel Statusattacken. Ich gehe dann wieder auf rechte Hand. Genau, rechte Hand ist auch sehr, sehr gut. Ich sage dann Bescheid, wann ich angreife. Aber ich denke, ich mache 3-mal Schwertanz zur Sicherheit und greife erst dann an. Das heißt, davor brauchst du zumindest bei mir keine rechte Hand machen. So, Evelina, du bist immer abgelenkt. Drück den Knopf. Knöpfchen drücken. Das Donnersichel trägt eine Energiekapsel, das du mir getauscht hast. Das kann sein. Das kann sein. Wir haben ja gestern oder vorgestern, nee, gestern im Stream haben wir ein paar neue Pokémon gefangen und eins davon hat eine Energiekapsel. Das ist richtig so. Die tragen die zu ungefähr 20%. Also relativ häufig haben die sie dabei. Wenn man die Pokémon alle einmal durchfängt, hat man normalerweise die Energiekapseln ganz schnell. Ich habe da noch ein Dutzend im Vorrat. Sorry, sorry. Nee, das war von mir. Dann hast du auch eins gehabt. Also wir hatten gestern im Stream auch eins gefangen. Und es hatte auch eine Energiekapsel gehabt.
Wie gesagt, Energiekapsel ist nicht super selten, aber ist bei dem Paradox-Pokémon generell sehr gut. So, und haben wir Shiny Nachtara. Oh, ein Shiny Mautzinger. So schön. 5% meinst du? Boah, also gefühlt ist es häufiger. Wenn das 5% ist, also dann sind es gute 5%. Also gefühlt wirklich 20%. Man kann es auch sehr schnell testen, weil einfach du kennst so lange und beim Start des Kampfes merkst du schon, hat das gegnerische Pokémon eine Energiekapsel? Wenn ja, dann ist das Intro länger, weil es aktiviert die Kapsel immer. Das heißt, also die Jagd geht wirklich sehr schnell. Wenn du eine Energiekapsel suchst, einfach so lange immer Pokémon anrempeln, bis du eins hast mit Kapsel. Okay. Noch einmal und nächste Runde greifen wir an. Und ein wildes Meditier ist im Chat erschienen. Da haben wir noch ein weiteres schönes Pokémon. Lappen wir es. Ich mache mir ein Wassersandwich. Also ich krieg schon eins. Lol. So. Und drauf. Ach, ich habe eine falsche Attacke. Deswegen klappt es nicht. Ich muss Kniefallspalter machen. Aber gut, wir haben es trotzdem geschafft. Sehr, sehr gut. Hier, Kitty Wölfin, Yannick und Sarah. GG. Deswegen hat es vorhin auch nicht geklappt, ne? Ich muss Kniefallspalter machen. Nicht Eisenschädel. Eisenschädel ist gegen Inteleon. Oh. Okay. Aber hat geklappt. Gesundheit. Danke, danke, danke. Aufwischen. Es hat die Nase ein bisschen gekitzelt. Das passt. So, hat jemand noch einen Raid, den wir brauchen? Ansonsten machen wir die Verlosung. Ja, das ärgert mich jetzt. Es war Kniefallspalter. Mann! Einfach die falsche Attacke gemacht. Ja, zur Strafe ist jetzt Internet wieder schlecht. Super. Ah. So, ich gehe nochmal rein. Nicht mehr? Okay, Sarah, wenn du fertig bist, ist kein Problem. Vielleicht braucht jemand noch Hilfe. Ich kann auch hinfliegen, ja. Aber sonst machen wir erst die Verlosung. Wenn jemand Hilfe braucht, wie gesagt, egal welcher Raid es ist, dann machen wir den schnell. Ansonsten machen wir die Verlosung. Ich warte eine Minute. Wenn nichts kommt, dann machen wir die Verlosung. So, Lex. Ja, momentan ist es wieder am kräftig schwanken. Sind aber auch viele verschiedene Event-Raids gleichzeitig. Da kann man durcheinander kommen. Es ist trotzdem ärgerlich. Oh, und Leitung ist weg. Oh, jetzt ist Leitung wieder da. Na super. Hm. Das gibt's doch nicht. Ah. Wieso streamst du in 1080p 50? Müssten 720 sein. Aber das spielt im Grunde keine große Rolle, weil die Leitung ist entweder bei 0 oder die ist voll gut. Ich kann problemlos in 1080 streamen, aber das sollte es eigentlich nicht in 1080 sein. Moment. Nee, nee, ich streame in 720. Ich streame 720, so wie immer. Kein 1080. 1080 ist nicht. Das ist dann momentan ein Fehler, halt wegen der stark schwankenden Leitung. Ah, da haben wir es. Eisenblatt nochmal. Okay. Nehmen wir nochmal Eisenblatt. So, LXS. Ist das nicht zu lang? XS. WMW. Ja, das ist richtig. Krasse Lex, es ist heute wild. Aber lustigerweise, am Anfang war es ganz schlimm. Dann ging es plötzlich für ja, eine Stunde ungefähr. Und jetzt geht's wieder los. So, ist wieder Eisenblatt. Das heißt, Pokémon passt. Sehr, sehr gut. Okay, gerade an die Switch dran gesetzt. Keine Lags oder Internetprobleme. Es liegt nicht an euch. Es liegt an mir. Also das ist halt momentan leider immer noch bei mir das Problem. Inzwischen schon im dritten Monat, aber es wird jetzt behoben endlich. Hätte nicht gedacht, dass es so lange dauerte. Und die letzten 2-3 Wochen ging es eigentlich wieder richtig gut. So. Okay, und Raum ist voll. Ihr müsst euch übrigens keine Sorgen machen, dass ich aus dem Raid rausfliege. Das ist noch nie passiert, weil ich habe nur ein Upload-Problem, kein Download-Problem. Download habe ich stabil hier. Super gut. Es ist nur der Upload.
Das heißt, das Einzige, was ich nicht machen kann, ist halt streamen. Alles andere geht. So, und diesmal mache ich es richtig. Diesmal benutze ich nicht Eisenschädel, weil Eisenschädel ist nicht die beste Attacke. Kniefallspalter, den will ich benutzen. So, und Leitung ist wieder stabil. Okay. Nee, schwankt immer noch ein bisschen. Und nach dem Raid auf jeden Fall, dann machen wir die Verlosung. Und nach der Verlosung dann gerne weitere Raids oder tauschen. Könnt ihr euch aussuchen. Okay. Raid Shadow. Das ist ein schöner Name. Okay, ich muss nächste Runde angreifen, weil sonst bin ich K.O. Und diesmal Kniefallspalter. Vielleicht reicht auch zweimal Schwertkampf aus. Ah, fast. Fast. So, knock knock. Who is there? It's me. Who is me? I'm the ultimate leg. Ja. Es tut mir leid. Es wird mit den Legs. Es wird sehr bald aufhören und dann haben wir endlich vernünftiges Internet. Und Glasfaser ist bei mir auch angekündigt. Dann kann es diese Probleme auch nicht mehr geben mit dem Störer drin. Weil einfach, wenn irgendwer kaputte Geräte hat und auch unterwegs in der Leitung ist, das ist halt super doof. Ah, so. Gut, wenn keiner mehr K.O. geht, schaffen wir es noch. Aber es wird knapp. Es wird sehr knapp. Nein, nicht schlimm. War nur als Joke gemeint. Jojo, das passt schon. Das Emote ist auch schön. Na, wir sind auch K.O. Ist was wird? Nö. Okay, dann machen wir den nochmal. Ja, der muss geschafft werden. Es ist ja nicht schwierig. Aber wie gesagt, wenn ihr das gewinnen wollt, nehmt wirklich Pokémon mit, die vorteilhaft sind. Kaum sagt er, keiner darf, geht er dahin. Ja gut, normal hält man länger aus. Aber der Kampf sollte nach der dritten Runde normalerweise vorbei sein. Ihr habt es ja gesehen, wenn ich angegriffen habe, zwei Drittel des Balkens war weg. Hätte noch jemand anders auch angegriffen, wäre das Pokémon erledigt. Und wir haben halt keinen Supporter gehabt, also es wurde auch nicht etwas abgewehrt. Das Team muss halt ein bisschen optimiert sein. Ich habe euch ja eben gezeigt, welche Pokémon gut sind. Wer es nicht weiß, Ausrufezeichen Raids, da könnt ihr es euch angucken. Da stehen drei Pokémon, die gut sind und die waren bisher noch in keinem Team drin. Also wenn man einfach nicht optimale Pokémon dabei hat, ist das ein bisschen schwieriger. So, am besten nicht angreifen, wenn du kein passendes Pokémon hast. Genau, also wer sowieso mit Pokémon unter Level 100 reinkommt, ihr könnt gerne mitmachen, sagt nur Bescheid und vor allem macht dann tatsächlich nichts. Die ersten 70 Sekunden nichts machen, weil in der Zeit werdet ihr auch nicht angegriffen und geht nicht K.O. Und der Trick bei solchen Kämpfen ist gerade nicht K.O. zu gehen, weil wenn ihr K.O. geht, dann verliert das ganze Team diesen Energiebalken und mit Energiebalken bei 0 haben alle verloren. Ja, also wenn ihr mit einem nicht optimalen Pokémon dabei seid, was gar kein Problem ist, aber dann halt einfach wirklich nichts machen und kurz Bescheid sagen, damit wir auch wissen, was Sache ist, ist ja nichts Schlimmes, ne? Wir ziehen euch ja gerne durch, das ist gar kein Problem. So, Brotend hat einen neuen Raum aufgemacht. Wie gesagt, sobald wir Eisenblatt geschafft haben, dann machen wir die Verlosung, aber das wird jetzt geschafft. Vorher machen wir keine Verlosung. So, Dinge, mit denen Bisa zu kämpfen hat, eine zu großzügige Community, Internetverbindung, zu viele Supporter, wenn zwei Streams gemacht werden. Ja. Ja, vor allem, das aktiviert sich ja ständig neu, ne? Dass wir ständig neue 10 Supporter kaufen können. Und das haben hier einige ganz radikal ausgenutzt. Okay, ich gehe mit Glumanda rein in Shiny. Das ist sehr, sehr stylisch, aber wird nicht sonderlich helfen. Und ich glaube, du brauchst Eisenblatt gar nicht, ne?
Das heißt, du kannst auch gerne was mitnehmen, was gut ist. Weil vielleicht braucht es jemand anders. Wobei, ich glaube, Entö und Black Spy, die haben es auch schon. Das heißt, du kannst auch mit Gloomy reingehen. So, ich muss jetzt ausmachen, da ich jetzt ein E-Sport-Turnier habe in Mobile Legends. Oh, dann Rias. Daumen gedrückt, viel, viel Spaß und viel Erfolg. Wenn du Lust hast, morgen bin ich 13 Uhr wieder da, sofern das Internet mitspielt. Ich traue mich ja gar nichts mehr zu sagen, aber normalerweise morgen 13 Uhr bis 18 Uhr. Mautzinger ist gut. Mautzinger ist normalerweise auch okay gegen Eisenblatt. Wie gesagt, Stahlattacken sind nicht das Nonplusultra. So, ich helfe mit stählerner Wille. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wobei, wie gesagt, wir benutzen keine Stahlattacken. Gegen Eisenblatt benutzen wir Unlicht. Ja, weil bei dem Team könnte man auch mit Stahl angreifen. Ja, Standbild bei Bisa. Die Leitung schwankt wieder irre. Die ist jetzt wieder heftigst am Schwanken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir machen. Soll ich Stahl probieren? Stahl ist ja nicht die bevorzugte Angriffsmethode. Aber bei stählerner Wille ist das gut. Bisa, hab nochmal recherchiert. Energiekapseln haben wirklich nur 5% Chance, bei einem Paradox-Pokémon dabei zu sein. Okay, also gefühlt würde ich sagen 20%. Weil sie haben so oft Pokémon dabei. Aber wenn man die jagen will, einfach Paradox-Pokémon angreifen, Kampf abbrechen, fliehen, ja, und zum nächsten Paradox-Pokémon gehen. Easy Geschichte. So. Greift jemand an? Kreideschrei? Nee, dann pumpen wir uns noch mehr auf. Jetzt habe ich hier meine KP geguckt. Ach. Energiebalken ist schon wieder weg. Also zwei Glanimperio schaffen es in Runde 2 oder 3 auf jeden Fall. Jetzt wird es ein bisschen länger dauern. Wir können mal gucken, wie Schaden Kniefallspalter macht. Danach machen wir dann halt Eisenschädel. Okay, die beiden Attacken eben waren ziemlich gut. Von Epitaph und von mir. Das war's. Mein Hass geht auf Eisenblatt. Eisenblatt ist eigentlich nicht so schwierig. Ich meine, Kampf kann schief gehen bei Volltreffern, weil Eisenblatt ist da wirklich ein bisschen gemein. Aber normalerweise, wie gesagt, mit dem richtigen Team geht das. So, guck mal hier. Entö, Kitty und Black Spy. GG. Aber es war knapp. Es war ziemlich knapp. So, Lex, ja, leider. Ein doofer Schwertanz von Eisenblatt. Der pumpt sich gerne auf und das macht ihn so gefährlich. Windewoge hat das nicht. Windewoge hat keinen Schwertanz. Und das war bei Eisenblatt generell immer das Gemeine. Aber schon wieder eine Fähigkeitenkapsel. Das ist recht schön. Okay, dann machen wir jetzt die Verlosungen, bevor dein Internet kaputt ist, dass wir zumindest zwei Verlosungen gemacht haben. So, und Delty hat noch ein Windewoge-Raid. War vielleicht schon längst vorbei, ne? KLJ3SS. Habe ich ganz übersehen. Okay, so, wir gucken jetzt nach. Für die Verlosung nehmen wir was Schönes. So, da sind unsere Boxen. Was nehmen wir? Nehmen wir eins, was wir doppelt haben. Hier, wir nehmen einen Spinsidas. Und dann nehmen wir aus der anderen Box. Nehmen wir Lucario? Nehmen wir mal Lucario, komm. Lucario Shiny sieht auch sehr, sehr schick aus. Nehmen wir die beiden. Das sind unsere ersten beiden für heute. Schauen wir uns die beiden prächtigen mal an. So, also. Ein Spinsidas. Jo, mit guten Werten. Und das Lucario, das hat 6x DV. Also 6x sensationell. Ich denke, dass das richtig schön ist. So, und Spinsidas, das kommt von Alice. Alice war im Chat, ne? Also Ehrenmitglied aus dem Chat. Da seht ihr es wunderschön in rosa. Und ja, mit Insomnia. Und hat kein Band. Wurde im Kukaricho-Pfad gefangen. Genau.
und das gute Lucario. Das kommt von Relan. Relan kenne ich jetzt nicht. Das heißt, das habt ihr mir damals getauscht. Das ist ein englisches Pokémon, genau. Deswegen kennen wir den auch nicht. Aber Lucario sieht cool aus. Ein sehr, sehr cooles Pokémon. So, das hat hier Angriff hoch, Konzentrator. Ich persönlich mag Konzentrator sehr gerne, weil man kann ja nicht zurückschrecken. Und schaut mal, das ist scheinbar auf PvP optimiert. Mit Angriff hoch und Initiative hoch. Sehr, sehr schön. Hat auch Agilität, Nahkampf, Eishieb und Knirscher. Das kann man so fast direkt einsetzen, ne? Das ist ziemlich gut. Oder sogar Bänder. Ein Band des Paldea-Champs ist auch dabei. Und kommt aus einem Picknick am 26.11. Ich habe den guten schon eine ganze Weile. Aber gleich kriegt den einer von euch. Also, Spinsidas und Lucario sind die ersten beiden, die verlost werden. Und im Chat habt ihr noch obendrauf ein Mantirps. Das versuche ich mir auch mal zu fangen. So. Genügend rechte Hand auf dich, dann geht es. Jojo, also dass es am Ende klappte. Aber trotzdem, Eisenblatt muss schneller K.O. sein. Deshalb am besten verhöhnen am Anfang, dann gibt es keinen Schwertanz. Oder so, richtig. Das wurde damals auch empfohlen, aber inzwischen ist es schon so lange her mit Eisenblatt. Aber normalerweise ist ein 5-Sterne-Pokémon. Es sollte eigentlich halbwegs gehen. So, dann starten wir hier. Ach, von gestern. Gestern hatten wir Shiny Gengar mit Meisterball. Das war ziemlich cool. Shiny Feurigel, war auch sehr schön. Shiny Vivion im Prunkmuster. Shiny Herashai. Und dann von der lieben Sera ein 6 DV englisches Ditto. Und Shiny Vadribier. Die hatten wir gestern. Und jetzt starten wir mit den heutigen Giveaways. Wir starten nämlich mit Shiny Spinsidias. So schreibt man den. So. Und dann kommt noch Shiny Lucario. Wunderbar. Genau. Ich gucke nochmal kurz in den Chat und dann starten wir es. Shiny Luck? Hat jemand Shiny gekriegt bei PCG? Moment. Mantips wurde gefangen von Christopheles, Kamikaze, Blackspy, Linlong, Sarah Lucia, Tom und Bisa. Yes! Sehr, sehr schön. Mantips ist cool, da freue ich mich. So, mein Ausbruch ist weg. Ich mache Baldorfisch. Dann viel, viel Spaß. Baldorfisch ist auch ein schönes Pokémon. Das geht noch nicht los. Linlong, du brauchst es noch nicht spammen. Ach so, genau. Ach, deswegen hat er es geschrieben, genau. Ihr müsst aber warten, bis im Chat die Meldung kommt. Wartet lieber 5 Sekunden länger, weil wenn ihr es zu früh schreibt, seid ihr einfach nicht dabei. Ne? Und das wollt ihr nicht. Lieber ein paar Sekunden länger warten als zu kurz. Ihr wisst ja, ich lese immer erst den Chat vor, damit keiner halt übersprungen wird, weil sobald das Gewinnspiel startet, dann kann man im Chat nichts mehr sehen. So, Spinsidas, das sieht richtig lustig aus. Es ist voll cool. Ne? So einfach mal rosa. Aber Lucario, ich finde Lucario noch cooler. Ich mag Lucario sehr gerne. Ich mag den richtig gerne. Aber Spinsidas ist auch schön. Wenn man es unterwegs trifft, man erkennt es auch sehr gut. Ne? Normal ist er grün. So, Standbild wieder. Momentan ja, aber das betrifft das Gewinnspiel nicht, weil Chat wird weiterlaufen. Deswegen keine Sorge. Alles klar, dann starten wir. Moment, hier, Spinsidas. Giveaway wurde gestartet. Und ihr seht jetzt gleich im Chat, also innerhalb von 1-2 Sekündchen, eine Meldung und dann könnt ihr mit Ausrufezeichen Bisa teilnehmen. Und gleichzeitig seht ihr auch, wer teilnimmt hier und die Anzahl der Teilnehmer. Und nach einer Minute mache ich das Gewinnspiel zu und ziehe einen Gewinner. Wichtig ist, dass ihr euer Pokémon heute abholen könnt, also euren Preis, weil sonst, wenn ihr es heute nicht abholt, verfällt der Preis und wird neu verlost. Alle haben die gleichen Gewinnchancen, egal ob Abonnent, Follower oder zum ersten Mal dabei. Ja. So, und wir haben noch 15 Sekunden. Momentan 18 Teilnehmer, das heißt, eure Gewinnchance ist 1/18, was, glaube ich, sehr, sehr schön ist. Und nicht erschrecken, wenn halt hier mein Internet weg sein sollte, das spielt keine Rolle. Hauptsache, Chat läuft und Chat wird laufen. So, Minute ist rum, das heißt, wir ziehen unseren Gewinner. Ja, 19 Teilnehmer und Gewinner von Shiny Spinsidias ist... Es ist Evelina! Evelina, herzlichen Glückwunsch! Und du hast heute gewonnen. Ich glaube, du hast gestern sogar auch gewonnen, ne? Ja gut, wir haben auch viele Gewinnspiele. Was hast du gewonnen? Du hast, hast du nicht das Gengar mit Meisterball gewonnen sogar? Ich glaube ja, ne? Das war gestern. Du hast also heute das erste Gewinnspiel gewonnen und gestern das erste. Der erste Platz gefällt dir. Erster Platz hier, beste. Jetzt bekommst du das schöne Spinsidias. So rum.
So. Alle anderen nicht traurig sein. Es kommen noch mehr Verlosungen. Aber es ist halt lustig, weil Evelina gestern die erste Verlosung auch gewonnen hat, weil das war nämlich Gengar mit dem Meisterball. So. Genau, genau. Und das war gestern das erste Gewinnspiel. Da hast du zweimal das erste gewonnen. Okay, dann bitte mit okay Bescheid sagen, wenn du tauschen magst. No. Gestern hat sie das zweite gewonnen. War es nicht das erste? Das habe ich schon gelöscht wieder. Ich dachte, Gengar war gestern das erste gewesen. Okay. No. Ja, Evelina, wenn du willst, kannst du mir auch die beiden Geschenke geben. Dann bist du ja gerade im Tauschraum drin. HGW heißt herzlichen Glückwunsch. HGW. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich gewinne das Lucario, weil es mein Lieblings-Pokémon ist. Ansonsten gehst du rechts von McLaras, also rechts von der Normal-Arena-Leiterstadt. Da gibt es ein Level 75, Terra Lucario. Ein Level 75 Terra Lucario. Das ist auch sehr schön. Evelina wird langsam unheimlich, so viel hier zu sehen. Jo. So, schon wieder den Streamstart verpasst, weil ich zu sehr am Pokémon XY suchten bin. Es ist ja auch ein schönes Spiel. Aber bei Twitch ist es toll, man kann nebenbei spielen. Also mache ich zumindest. Wenn ich Twitch gucke, ich mache immer dabei irgendwas anderes noch. So, Kitty Wölfin, das heißt, du bist ja hier. Evelina, trotzdem ist okay bitte. Wir gehen immer auf Nummer sicher. Und trinken mache ich gleich. Sobald wir tauschen, werde ich auch trinken. So, das habe ich schon geholt. Würde es gerne in Shiny haben. Okay, okay. Weil das nämlich eines der stärksten Pokémon im Spiel ist, das Level 75er Lucario. Ich glaube, es gibt nur noch ein anderes Pokémon, ne? Dragoran oder Knackrack? Eins von beiden war es. Die sind auch Level 75. Und Lucario ist damit halt eins der stärksten. So. Und Delty hat einen Inteleon Raid gepostet. NBX0F0. Prost. Ah, wunderbar. Und Tarek ist da. Hallo. Wir haben gerade die erste Verlosung gemacht, das heißt, ein Shiny Spinsidias hast du verpasst, aber es geht weiter. Merkt ihr es? Ich erkenne Shiny Glumanda nicht. Also wenn ihr so fragt, ich habe keine Ahnung. Shiny Glumanda ist ein bisschen heller, ich kann das nicht erkennen. Ich habe es aufgegeben. Also Glumanda kann ich nicht in Shiny erkennen. Keine Chance. Aber jetzt, wo ihr so sagt, es ist wahrscheinlich Shiny, ne? Es ist Shiny. Es ist Shiny. So, habe ich irgendwas zum Tauschen eigentlich? Ich weiß es nicht mal. Doch, wir haben heute schon getauscht, ne? Das heißt, ich kann irgendwas vertauschen. Hier, da habe ich was. Dann besten Dank. Dann haben wir ein neues schönes Glumanda gekriegt. Das könnt ihr wieder gewinnen, weil ich habe Glumanda bereits. Wobei, warte mal. Mir fehlt ein Shiny Glumanda. Mir fehlt es tatsächlich. Weil ich habe momentan von Blacksby ein normales, das muss ich mir aber auch aufheben. Das war auch ein besonderes. Mit dem hat er nämlich die Story durchgespielt. Das habe ich bekommen. Aber tatsächlich, mir fehlt noch ein Shiny Glumanda. Dann habe ich alle drei nämlich in Shiny. Eindeutig Shiny. Ich weiß nicht, wie ihr es erkennt. Glumanda ist einfach minimal heller in Shiny als normal. Ich erkenne es nicht. Ich kann es nicht erkennen. Also Glumanda habe ich aufgegeben. Vivillon. Dann sag, welches Vivillon du haben willst. Kannst du gerne kriegen. Das war auch Shiny. Ich habe nicht aufgepasst wieder. Ich passe einfach gar nicht auf. So, aber hat oben die Mähne in rosa, ne? Und die rosa Mähne oben, das war die Shiny, das Shiny-Merkmal, weil sonst ist gelb, ne? Ich glaube, sonst ist gelb. Hier, genau. Monsoon, alles klar. Monsoon hat der Black Spike gerade vorbeigebracht. Das heißt, das Monsoon-Muster haben wir hier. Ah, hier ist es. Das kriegst du mit dem wunderschönen Fähigkeitenpflaster. So. Okay. Hat es die normale Nase? Rosa Nase. Oh, Starter-Pokémon zu erkennen ist echt tricky immer. Also Mimikyu konnte man erkennen an der Mähne oben. Das war ein bisschen einfacher. Aber Otaro, ich meine, die Nase ist normalerweise nicht rot, ne? Aber ich kann ja gucken hier. Wo ist es? Genau, die ist normalerweise so eher orange. Das heißt, die Nase ist es. Mimikyu Shiny ist Perfektion für mich. Die Nase suche ich. Okay, es ist die Nase. Es ist die Nase. Also, Evelina, danke, danke, danke. Oh, hast du ein Shiny gewonnen und zwei abgegeben.
So funktioniert es normalerweise nicht, aber Dankeschön. Ein gräulich wirkendes Gloomy, zu einem dunkleren Glutexo, zu einem schwarzen Glurak. Das Glurak erkenne ich. Also Glurak ist sehr gut erkennbar, aber Glumander, ich erkenne es echt nicht. So, dann kommen wir hier ins Team. Dann hatten wir es hier noch in der ersten Box. Wo ist unsere Shiny Box? Hier. Gehen wir es mal direkt hier hin und gucken es uns an. Einmal ein Bericht mit Ehrennamen Kitty Wölfin. Und genau, die Mähne ist normalerweise gelb und hier ist die schön rosa. Dann können wir gucken, Memmion habe ich, bin ich mir sehr sicher. Das haben wir. Genau, Shiny. Die gesamte Entwicklungsreihe haben wir in Shiny. Das heißt, das kann ich leider nicht behalten. Bei Glumanda ist es tatsächlich so, da fehlt mir noch eine Shiny-Version. Das heißt, den kann ich behalten. Da haben wir auch Kitty Wölfin drauf. Und jetzt, es ist heller, ja, aber das, ich denke mal, das sind die Lichteffekte im Spiel. Das sind einfach die Lichteffekte im Spiel. Einige Pokémon sind im Sonnenlicht einfach heller. Und deswegen, das ist für mich nicht erkennbar. Weil jetzt im Vergleich mit dem linken kleinen Minibild, ganz klar, ist es viel heller als das linke. Aber wie im Spiel, das täuscht ganz schön. So, und dann haben wir Otaro, auch mit Ehrennamen Kitty Wölfin. Und das ist wirklich die Nase. Wobei, nicht nur die Nase, ne? Der Körper ist da nicht auch ein bisschen mehr so lila-artig, statt so hellblau? Also, der Körper ist auch ein bisschen anders gefärbt. Aber die Nase ist sehr gut erkennbar. Es ist die Nase. So, mal schauen, brauche ich da noch einen? Nee. Otaro ist fertig, das heißt, Glumanda wird behalten. Und das Gloomy von Blackspy kriegt hier unten noch einen Ehrenplatz. Den behalten wir auch. Aber Otaro wird verlost, genauso wie Mimion. Falsche Box, hier. Da ist noch ein Platz. So. Und wir verlosen jetzt erstmal noch das wunderschöne Lucario. Nase und Körper, blau normal, wäre türkis. Okay, genau. So. Die Flosse oder wie ein intellektueller Bieser sagen würde, die Mähne. Ja, die Mähne sind normalerweise Haare, ne? Aber Flosse ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Das heißt irgendwie speziell. Aber wir wissen Bescheid, was mit Flosse oder Mähne gemeint ist. Weil die Mähne ist ja normalerweise so im Kopfbereich. Beim Pferd ist es halt hinter dem Kopf, ne? Das sind die Haare beim Pferd hinten. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja, wir sind ja ein intellektueller, lehrreicher Stream. Es ist immer die Nase, auf die du guckst. Die gute Nase. Du hast Glück, du hast meine Verlosung gewonnen. Hey, CY, sehr, sehr gut. So, ich, Finne heißt es richtig. Finne ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Sehr, sehr gut. So, okay, dann machen wir die nächste Verlosung. Braucht jemand einen Meisterball, fragt CY. Oh, ich glaube, jeder will gern Meisterbälle haben, weil Meisterbälle sind großartig. Vor allem großartiger als hier meine Leckprobleme. Es leckt wieder. Aber ich glaube, ihr seht trotzdem, wir machen das nächste Gewinnspiel. Doch jetzt ist wieder gut. Also wer Lust hat und ein Shiny Lucario haben will, jetzt starten wir das Gewinnspiel dazu. Und ihr könnt jetzt Ausrufezeichen Bieser in den Chat schreiben und dann könnt ihr mitmachen. So, wir haben momentan 4 Teilnehmer, 5 Teilnehmer und es werden mehr. Und nach einer Minute mache ich das Gewinnspiel zu. Ja, ich gucke mal kurz halt, wie die Übertragung gerade ist, aber das ist ja wieder hier am Schwanken. Ach nee, ich kann es nicht nachgucken. Wenn ich jetzt nachgucke, dann seht ihr nicht mit dem richtigen Bildschirm. Das geht nicht. Meisterbälle werden nur nicht von Meistern benutzt. Ja, ich sammle die. Ich sammle die grundsätzlich. Ich glaube, ich habe erst einen geworfen, und zwar mit euch in Let's Go Evoli für Mewtwo. Weil da haben wir Pokémon in farblich passenden Bällen gefangen. Und nach Lavados mit dem Pokéball halt, ne? Zapdos im Hyperball und Arctos im Superball war es dann bei Mewtwo der Meisterball. Aber sonst, ich benutze die nicht, ich sammle die immer. Okay, Minute ist rum, wir haben 22 Teilnehmer für Shiny Lucario und Gewinner ist... Es ist Chellymäuschen. Chellymäuschen, du bekommst das schöne Lucario, herzlichen Glückwunsch. Dann komm du bitte in den Tauschraum und dann gebe ich dir das schöne Stück. So,
Jellymäuschen, du hast Lucario gewonnen. Dann bitte einmal okay in den Chat, wenn du bereit zum Tauschen bist. Und alle anderen können mal kurz einen Vote mitmachen, weil ich wollte nämlich wissen, für nächsten Donnerstag hatte ich ursprünglich geplant, dass wir eigentlich so ein Abenteuer-Spielebuch spielen, aber wir könnten auch noch einmal Zelda machen. Und deswegen, was machen wir am Donnerstag? Donnerstag ist der Tag, bevor Zelda kommt. So. Ihr habt, machen wir mal 2 Minuten. So, ihr habt 2 Minuten Zeit, könnt dann jetzt aussuchen, was machen wir am Donnerstag? Dieses Mal habe ich als erstes gewonnen. Ja. Und ein wildes Boink ist auch noch da. So, Pokécatch. So, Jellymäuschen, habe ich übersehen? Ach, nach langer Zeit mal wieder. Ja, ja, ich habe mich auch gewundert. Weil früher warst du auch öfters bei den Gewinnern, glaube ich, ne? Aber jetzt schon 2, 3 Wochen gar nicht mehr. So, schreib bitte okay rein, wenn du bereit bist. Was ist ein Abenteuerspielebuch? Abenteuerspielebücher sind diese Bücher, wo du, wenn man Abschnitte hast, also ich würde es halt vorlesen, und drin sind dann halt Abschnitte, siehst du hier, ne? Wie da ganz gut zu sehen, willst du nach Norden, Süden, Osten, Westen gehen, und dann musst du beim jeweiligen Abschnitt lesen. Und das würden wir gemeinsam spielen, also sprich, ihr entscheidet, was wir machen, und ich lese immer vor, und mit bisschen Glück schafft dann der Chat das Abenteuerspielebuch. Das heißt, wir würden so ein Abenteuerspielebuch gemeinsam durchspielen. Und alternativ wäre es halt Zelda, dass wir uns ein bisschen warm spielen und nochmal in BOTW reinschauen, vielleicht 1, 2 Schreine machen. Oh ja, dann das? Okay. Und es sieht auch eindeutig aus. 79% sagen, Abenteuerspielebuch ist cool. Jellymäuschen, musst du gerade eine Switch starten? Na, Viga, wenn du bereit bist, schreib okay bitte rein. Ach, bekomme Zelda leider erst einen Monat später, an meinem Geburtstag. Ja, es könnte sogar gut sein. Alles klar, Jelly, ich starte auch. Wir haben gestern gehört, der liebe Asura hat Bescheid gesagt, dass das neue Zelda, Tears of the Kingdom, scheinbar eine Menge Bugprobleme hat. Also diejenigen, die es erst später spielen, es könnte besser sein. Also es klingt momentan so, dass es eventuell Problemchen gibt. Wir werden es am Freitag sehen. Also ich hoffe, man kann es gut spielen, aber es kann passieren, dass es tricky wird. So, Jelly, dann bitte nochmal ein zweites Okay, damit ich weiß, dass die Jelly im Chat die richtige ist. Bei dir steht da Bisaline, aber ich denke mal, das ist richtig so. Ich sehe hier nämlich eine schöne Jelly. Spaßig ist es, wenn man im Kreis läuft. Bei einigen Büchern ging das. Das gibt es auch, ja. Aber ist eher selten der Fall. Das ist dann bei den Spielen mit so einer offenen Karte, wo man was erforschen muss. Alles klar, dann kommt dein Lucario hier. Viel, viel Spaß. Weil es ist eher das Problem bei vielen Büchern so, dass es oftmals sogar so kleine Problemstellen gibt. Wenn man nicht den perfekten Weg nimmt, kann man es gar nicht schaffen. Das ist ein bisschen gemein, aber das schaffen wir schon. So, also Ergebnis des Votes. 74% sagen Abenteuer-Spielebuch, so wie es geplant war. Und 26% sagen, komm, am Tag vor Zelda ist Zelda besser. Das heißt, es bleibt beim Abenteuer-Spielebuch. Donnerstag erleben wir ein gemeinsames Abenteuer und es wird spannend, ob Chat es schafft. Wir strengen uns an. So, HGW erinnert mich immer an ein Autokennzeichen. HGW. Was für eine Stadt ist das denn? HGW. Also ich kenne die Abkürzung halt, ne? Für herzlichen Glückwunsch. Deswegen, ich denke da automatisch dran. Und hier, Jelly, vielen lieben Dank für das schöne Kriechflügel. Das ist immer sehr, sehr gut, weil das kann ich weitertauschen. Dankeschön. Der Meisterball wurde von niemandem gewonnen. Oh, CY. Schade. Meisterball, sowas Schönes. So, ich packe mal das schöne Kriechflügel gleich in die richtige Box rein. Das könnt ihr euch dann als nächstes wunderbar abholen. Oh, da hatten wir noch ein paar. Dann ändern wir hier mal kurz die Reihenfolge. Machen wir das mal so. Dann ist auch wieder aufgeräumt. Das passt. So, dann mache ich nochmal einen Tauschraum auf. Wer noch was braucht, kann jetzt reinkommen mit der üblichen Nummer. So, das heißt, wir machen hier jetzt wieder auch die 22. Ja. So. Okay, und Tauschraum ist offen. So, Hansestadt Greifswald, meine Geburtsstadt. Okay, ne, der passt auch, ne? HGW, Hansestadt Greifswald. Ja, okay, vielleicht gibt es es auch. Das kann auch sein. Das kann gut sein.
Und Tarek, jetzt bist du drin. Naja. Okay. Haben wir was gelernt, ne? HGW, also Hansestadt Greifswald. Cool, cool, cool. So, Tarek. Dir fehlt hier Quartermack, Schlupuk, Scampisto und Kindwurm aus Purpur. Und aus Karmesin fehlt dir nichts. Das hat, ne doch hier, Kommandutan und Skunkapu und Kapuno. Das heißt, ich weiß nicht, welche Version du hast. Wenn du noch hier Starter oder Event-Pokémon brauchst, sind auch noch vorrätig. Dann haben wir hier oben die ersten drei Reihen mit den 6 DV-Pokémon und ein paar andere Spezial-Pokémon. Das Eisenhand ist wunderbar trainiert auf Level 100. Wer das haben möchte, ne? Von wem ist das eigentlich? Das ist vom lieben Yannick. Vom lieben Yannick, extra trainiert. Also richtig, richtig schön. Mit Ableithieb, Bauchtrommel, Nahkampf, Elektrofeld. Kann man es auch schön benutzen. Und dann haben wir noch Vivions. Mimmy und Ei, wenn es geht. Mimmy und Ei gerade keine da. Sind alle bei Blackspy. Ich kann dir Mimmy geben, aber Eier sind gerade alle. Die Eier wurden geplündert. Magst du ein Mimmy haben? Alles klar. Ja, mein Raid-Eisenhand. Das ist ein schönes Eisenhand. Also ist auf jeden Fall gut trainiert. Auf Level 100. Richtig, richtig schön. Also wer das haben möchte, das kann man sich abholen. Sorry, ja. So, oh, die Leitung, die schwankt so heftig. Aber jetzt kann ich mal kurz gucken. Wie sieht's aus? Oh, oh, oh. Wer es auch mal sehen will, hier seht ihr es. Rechts oben die Grafik, da seht ihr halt dieses Zicke-Zacke. Es sollte eigentlich eine eher gerade Linie sein. Gerade Linie wäre gut und das Zicke-Zacke ist nicht gut. Und jetzt gerade gibt es wieder mal einen Ausreißer. Okay. Was magst du noch haben, Tarek? Was magst du noch haben? Kannst auch gerne zwei Mimions kriegen. Weil wir haben auch schöne Vivion-Muster. Die hinteren Boxen, die muss man gleich umräumen. Hier wackeln noch ein paar Freunde. Also wenn du Purpur hast, wären die drei Pokémon für dich gut. Und wenn du Karmesin hast, wären diese vier Pokémon gut. Vision, die sind blau unten links. Meinst du ein Vivion-Muster? Das hier? Ah, Vivion, alles klar, Vivion. Das hier ist das Schneefeldmuster, ne? Schneefeldmuster. Das hier das Richtige? Ist das das Richtige? Weil das ist auf jeden Fall blau, das scheint zu passen, ne? Perfekt. Alles klar. So. Und ein Mopex, sehr, sehr schön. Ich sortiere mal danach kurz dann die Vivions ein. Dann passt das auch da wieder. Sehe ich gerade, vor 18 Minuten war Zeit zu trinken. Habe ich es gemacht? Ich glaube ja, ne? Lass mal nur mal sicher gehen. Ah, wunderbar. So, war das shiny? Oh, das war wieder ein bisschen heller. Heute ist nicht mein Shiny-Tag. Heute erkenne ich die einfach nicht. Heute erkenne ich die nicht. Wir sehen es gleich. Aber ihr müsst mir keine Shinies mitbringen. Ne? Wie gesagt, es ist shiny. Einfach wieder shiny. Ein Dankeschön. Tarek, vielen, vielen Dank. So. Nein, das wird auf jeden Fall verlost, weil ich hab's bereits. Ich komme mit den Verlosungen gar nicht hinterher, ne? Machen wir gleich wieder die nächste Verlosung, oder? Ich räume mal kurz die Boxen auf. Ich packe mal die Vivions rein. Und wir gucken uns natürlich das wunderprächtige Mopex an. Mit Ehrennamen Olli. Olli war, meine ich, von Tarek der zweite Account, ne? Weil ich damals gab auch schon ein Pokémon mit Olli. Das ist das zweite Mal. Ja, Mopex hat normalerweise auch einen schwarzen Kopf und hier ist es weiß. So, sehr, sehr gut. Das heißt, das Gute kommt in unsere Shiny Box.
Haben wir noch einen Platz frei? Nicht Reserve. Da ist noch ein Platz. So. Und dann schnappen wir uns hier ein paar Vivion. Nehmen wir die beiden Innovationsmuster. Die passen hier hin. Und der gute Blackspy hat wieder alle mit Fähigkeitenpflastern bestückt. Also gönnt wir richtig maximal. So, unser schönes Schwedenmuster oder auch Savanne genannt. Ja, alle mit Fähigkeitenpflaster. Es ist der Knaller. So, Monsune ist noch einer da. Nehmen wir erstmal die hier mit. Das hier weiß ich gar nicht, ne? War das Dschungel? Bei dem bin ich mir nicht sicher, welches Muster das war. Komm, passt auch hier schön hin. Nehmen wir es hier. Da ist der Farbunterschied deutlicher. Was bringt es eigentlich, Moderator zu sein? CY, nix, nur Arbeit. Extra Arbeit, aber auch ein bisschen Ruhm und Ehre. Es ist ein bisschen Ruhm und Ehre, weil man es nicht so einfach werden kann. Aber ansonsten, es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und ja, das wird normalerweise gefeiert. Viele möchten es gerne sein, aber es können nur am Ende ganz wenige werden. Weil man braucht ja nicht nur Mods, ne? Man braucht auch ein paar normale Zuschauer. Da muss man ein vernünftiges Gleichgewicht haben. Und ich denke mal, wir haben es momentan hier ganz schön. So, dann haben wir hier dreimal Sonne. Ozean. Jawohl. So, wie werde ich Mod? Ja, momentan haben wir, glaube ich, das ganz gut. Ist halt immer so, wenn wir mehr wachsen, dann brauchen wir halt mehr Mods, die hier aufpassen, dass alles ordentlich abläuft. Und jetzt war es halt zufällig so gewesen, es passte gerade, ne? Und dann haben wir im Chat drüber geredet kurz. Und da wurde Blackspy erwähnt und dann wurde Blackspy Mod. Das kann so passieren. Also wer regelmäßig da ist und halt positiv auffällt, ne, dann der kann halt Mod werden. Also konkret fragen oder sagen, ich will Mod sein, das hilft selten. Aber wenn man halt regelmäßig sieht, derjenige ist immer da, ist aktiv im Chat, dann der hat beste Chancen, Mod zu werden. So. Neues Outfit. Ja, machen wir gleich. Momentan räume ich gerade auf. Ich gucke gleich nochmal rein. Wir haben es gleich geschafft. So, dann sind die Boxen fertig. So, die hatten wir. Das ist nicht das Muster. Hier ist das. Oh, wir haben alles wieder perfekt aufgefüllt. Blackspy passt immer so gut auf. Guckt es euch hier an. Alles vorrätig, alles perfekt. Also alle 18 Vivion-Muster sind wieder da. Und hier bis auf Sand ist alles in großen Mengen verfügbar. Also wenn das nicht mal richtig gut ist. So, und Tarek sagt, er will ein neues Outfit haben. Kriegst du. So, such dir mal was Schönes aus. Wir starten mit der Uniform. Welche Uniform willst du haben? Das ist die Frühlingsuniform. Das ist die Basis immer. Dann die Sommeruniform. Das ist die... Achso, warte, kann man gar nicht sehen. Ne? Das ist die Frühlingsuniform. Das ist die Sommeruniform. Das ist die Herbstuniform. Und die Winteruniform. Herbst, okay. Alles klar. Dann haben wir Söckchen. Die machen bei dem jetzt auf jeden Fall Sinn, weil wir haben eine kurze Hose. Wir haben hier lange Socken. Knöchelsocken. Strumpfhose mit Aufdruck Muster B. Strumpfhose mit Muster A. Strumpfhose mit Muster B. Sportstrumpfhose. Und das war's auch schon. Mehr habe ich gerade nicht zur Auswahl. Hast du den Favoriten? Hast du nicht das DLC gekauft? Dann hast du doch noch 4 weitere Uniformen. Noch nicht. Die kommen wahrscheinlich dann erst mit dem DLC, ne? A? Das hier? Genau, das ist das einzige mit A. Perfekt. Weil hier, es geht nicht weiter runter, oder? Hier ist nichts anderes. Links, rechts geht nicht. Das sind die anderen Menüs. Momentan haben wir nur die 4 Stück. Und ich habe das DLC gekauft. Das kommt erst mit dem DLC. So, jetzt haben wir die Schuhe. Wir haben entweder Akademie-Schuhe. Das sind so. Hightech-Sneaker, weiß. Tiefgeschnittene Sneaker, weiß. Tiefgeschnittene Sneaker, schwarz. Tiefgeschnittene Sneaker, violett. Straßenschuhe, weiß. Straßenschuhe, Drache. Was soll es sein?
Nein, du hast über Telefon einen Code geheimgeschenkt gekriegt. Ich habe das schon eingegeben. Das Spiel wurde schon aktiviert. Es gab noch den Zoroark-Code. Den habe ich auch eingelöst. Drache. Alles klar, Drache haben wir. Handschuhe brauchen wir nicht. Jetzt kommt der Rucksack. So, Akademie-Rucksack. Ist der hier. Dann haben wir Nylon-Rucksack in schwarz. Leinen-Rucksack in weiß. Leinen-Rucksack in violett. In beige. Und das war's. Klick auf das DLC-Symbol. Können wir gleich machen. Können wir gleich machen. Nee, du musst im Online-Ding auf das DLC klicken, um es abzuholen. Okay, machen wir gleich danach. Schwarz, alles klar. Wunderbar. Und das letzte, der Hut. So, kann man den halbwegs sehen? So geht's am besten, ne? Da haben wir einmal den Akademiehut. Oder mache ich mich kurz weg? Ich mache mich mal kurz weg. Weil für einen Hut ist es, glaube ich, praktischer. Dann können wir den auch so rum. Dann haben wir Sportkappe Weiß. Sportkappe Pflanze. Sportkappe Wasser. Sportkappe Feuer. Sportkappe Elektro. Sportkappe Fee. Sportkappe Flora Katze. Sportkappe Jungente. Sportkappe Feuerkroko. Sportkappe Star. Sportkappe Pokémon Liga. Ballonmütze Violett. Beanie Weiß. Schirmmütze Weiß. Schirmmütze Grün. Schirmmütze Grau. Schirmmütze Braun. Schirmmütze Stromfisch. Fedora Weiß. Fedora Violett. Und das letzte ist der Akademiehelm. Was darf es sein? So, und ein wildes Traunvogel ist im Chat erschienen. Na, sowas. So, Stromfisch ist es. Alles klar. So. Das sieht doch schick aus. So, okay. Dann haben wir jetzt das schöne Outfit. Sieht doch prima aus, ne? Perfekt. Alles klar, dann machen wir die Kamera wieder an. Wir gönnen uns einen Schluck. Tom, Prost. Brille. Brille habe ich keine gekauft. Da haben wir nur die eine alte. Trinken darfst du dennoch? Ja. Ne, ich habe nur eine Brille. Deswegen lassen wir mal weg. Moment, wie geht die jetzt weg? Kriegen wir nicht mehr weg. Auswählen. Betrachten. Beenden. Ich kann es nicht wegnehmen. Jetzt müssen wir mit Brille rumlaufen. Okay, du wolltest sie eh haben, dann haben wir jetzt eine Brille. Okay, jetzt sehen wir so aus, dann gehen wir auf den DLC. Hier unten ist es herunterladbare Inhalte. Details ansehen, weil ich kann nichts machen. Und da steht ja, noch nicht erhalten. Ach so, ich muss es hier drücken. Neues Akademie-Set. Ah! Wir müssen speichern. Okay. Okay, das musste man einmal drücken. Das haben die gut versteckt. Hast du einen Gladiantri? Ja. Haben wir auch. Ich habe halt alle Pokémon. Ich bin fertig. Okay, jetzt haben wir neue Sachen. Dann fürs nächste Mal. Dann fürs nächste Mal. Ach, deswegen war auch da das Symbol mit dem Geschenk gewesen. Okay. Man hätte drauf kommen können. So, rein theoretisch. So, ich mache den Tauschraum wieder auf. Dann die neue Herbstuniform. Okay, dann nehmen wir die Herbstuniform, die neu. Okay, neue Frühlingsuniform. Ja, so viel anders ist die gar nicht. Ich habe den von der Vorschau ganz anders in Erinnerung. Winteruniform. Und das letzte ist die Herbstuniform, die behalten wir dann. Okay. Und die ist auch schön. Okay. Unser neues Outfit. Wunderschön.
So, das wollen wir behalten. Alles klar. Dann besten Dank. Ist halt auch nicht so clever gelöst gewesen. Tatsächlich, es war wirklich gut versteckt, wurde auch nirgends erwähnt. Einfach hier unten. Na gut, jetzt haben wir es. Dank euch, also besten Dank. Ich habe in letzter Zeit echt manchmal ein Glück, dass ich immer so spät auf die Cheat-Pokémon reagiere. Cheat-Pokémon? Okay, ich mache einen Tauschraum auf, wenn noch was braucht. Ihr habt gesehen, Vivian Muster sind wieder alle vorrätig und die anderen Pokémon sowieso. So, Tauschraum ist offen. Könntest du bitte zwei Glorienrüstungen zum Tragen geben? Pokémon sind egal. Eine Glorienrüstung. Eine muss reichen. Also man sollte es nicht übertreiben. Eine kannst du gerne kriegen. Also nach dem Tausch gebe ich es einem Pokémon. Aber eine reicht. So, Fabian, jetzt bist du erstmal da. Guck mal, bei den Vivions fehlt dir scheinbar irgendetwas, weil eins wackelt. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer das ist, was dir fehlt, was wackelt. Meistens ja. Bei den normalen Pokémon auf jeden Fall, aber hier, ja. Dann hier haben wir unsere gemischte Box, in den ersten drei Reihen mit den 6 DV-Pokémon. In der Mitte rechts ist ein japanisches 5 DV-Ditto. Azugladis hat hier für dich gewackelt. Hier haben wir unsere versteckten Pokémon mit versteckter Fähigkeit, unsere Event-Pokémon mit versteckter Fähigkeit und die Starter-Pokémon mit versteckter Fähigkeit. Dann haben wir hier die Karmesin-Exklusiven. Da fehlt dir Aalgit, Skunkapu und Humanolid. Sowie von den Paradox-Pokémon aus Karmesin Wutpilz, Kriechflügel, Brüllschweif, Riesenzahn und Donnersichel. So, und aus Purpur hast du alles. Das heißt, du hast Purpur wahrscheinlich. Dann bleibe ich mal hier in der Box 3 stehen. So. Die dir fehlen. Okay, dann starten wir hier mit den ersten beiden. Kriegst du Wutpilz und Kriechflügel. Dann gehen wir der Reihe nach durch. So, Audilex. Es tut mir leid, wenn die Lex dauerhaft wieder anhalten, machen wir einfach eher Schluss heute. Ja, okay, jetzt die Lex sind wieder heftiger. Ja, es war heute ein wilder Stream gewesen. Lustigerweise, zwischendurch geht's immer wieder mal. Ich hoffe, bald geht's wieder normal. Also es muss ja irgendwann repariert sein. Und ich hoffe, eher schneller als länger. Oje, oje, oje. Ja, jetzt momentan wirklich ganz übel. Ich sehe es ja auch schwanken ohne Ende. So, jetzt war es gerade wieder gut. Oh. Wir probieren es nochmal ein bisschen, ne? Wenn es nicht besser wird, machen wir halt vorzeitig Schluss. Eben bei einem halben Stream haben wir heute schon geschafft, obwohl es wild war. Wir hören dich aber normal, solange ist es nicht so schlimm, finde ich. Ja, das Problem ist, es schwankt wirklich so stark. Ich pausiere ja extra auch, ne? Ich sage halt auch nichts, wenn ich sehe, dass es die Leitung auf Null ist. So, Fabian, dann viel Spaß mit den beiden und bis nächstes Mal. Nur man sollte auch was sehen können. Und ihr habt auf jeden Fall Ruckler, weil ich sehe es halt, wenn die Leitung auf 1000 Kilobit pro Sekunde runtergeht, dann habt ihr kein flüssiges Bild mehr. Hören solltet ihr bis ungefähr 200-300 Kilobit, weil die Sprache wird sehr, sehr... Die braucht nicht so viel Leitung. Ne? Das ist wie telefonieren quasi. Aber das Bild braucht wesentlich mehr. Also für ein vernünftiges Bild brauchen wir so 4000 Kilobit. Und die sind halt nicht immer da. Gerne, gerne, Fabi. So, wir haben den nächsten Tauschpartner. Und das ist Delty. Delty, was darf ich dir geben? Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen, die Glorienrüstung auszurüsten. Mache ich nach dem Tausch. Delty, was magst du haben? Bei Purpur fehlt dir nichts. Bei Karmesin auch nicht. Ein Vivion vielleicht? Oder brauchst du ein Pokémon mit versteckter Fähigkeit? Ein Event-Pokémon vielleicht? Vivion-Muster, alles klar. So, oben rechts. War das Archipel? Ne, das war Sumpf, ne? Dschungel. Dschungel. Herr Bisa, ich nenne meine Pizza Bisa LP Pizza. Sehr, sehr gut. Dann muss die auf jeden Fall sehr lecker sein. Aber Pizza ist immer lecker, ne? Ja. Das sind alle 18 Muster. Aquamarine auf jeden Fall.
Das hier, ne? Das ist Aquamarin, meine ich. Wunderbar. Donnersichel ist auch mal sehr, sehr schön. Weil ich habe ja Purpur, das heißt, ich brauche Donnersichel, weil ich kann es selber nicht fangen. Isst die auch Bisa mit deinem Rezept? Ja. Wer das Rezept nicht kennen sollte, Ausrufezeichen YouTube. Da könnt ihr zum einen Brettspielvideos von mir sehen und auch das bisher einzige Kochvideo für eine leckere Pizza. Weil Pizza geht immer und ich habe halt mindestens einmal pro Woche immer Pizza, weil ich bin so ein kleiner Pizza-Fan. Okay. Was magst du noch? Und das Flockenmuster, das ist das hier, genau. Genau, das hier war Frost. Das hier ist das Flockenmuster. Das unten links war Schneefeld. Ja, ja, das ist das Flockenmuster. Kriegst sogar mit Fähigkeitenpflaster, also eins von Black Spy wahrscheinlich. Sehr, sehr gut. Und ein Flatterhaar, auch super. Dankeschön. Genau, da habt ihr die beiden Links. Einmal Bisa LP und einmal Bisa Fans. Das, der Bisa Fans Link ist gut, wenn ihr halt LPs gucken sehen wollt, also Let's Plays. Zu Zelda zum Beispiel, nee, zu Zelda nicht, zu Pokémon. Das sind alle Pokémon Let's Plays. Und die anderen Let's Plays habt ihr bei Bisa LP. Zu Zelda zum Beispiel, zu Digimon. Oder auch halt die Brettspiele und Kochvideos. Ah, beide Pokémon haben eine Glorienrüstung. Deswegen, du hast ja vorhin geschrieben, ne? Deine Pokémon haben immer die Glorienrüstung. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Dürften beide von mir gewesen sein. Genau. Also die mit Fähigkeitenpflaster, die erkennt man perfekt. Und am Premierball. Das sind dann normalerweise die von Black Spy. So, da hat er ein Monopol drauf. Ja, wunderbar. Dann hier einmal mehr Dankeschön. Die Glorienrüstung nehme ich runter. Ich packe die auf ein anderes Pokémon drauf. Und dann gebe ich das eine Pokémon ins Team mit Glorienrüstung, weil das wollte jemand haben. So. Da haben wir einmal Glorienrüstung. Und nochmal Glorienrüstung. Dann du kommst in Box 3. Ah, wobei. Passt dahin. So. Und du kommst auch in Box 3. Ja, wieder alles vorrätig hier. Ihr passt so schön auf. Wunderbar. Und dann können wir auch hier nehmen wir ein schönes Evoli. Und es bekommt eine Glorienrüstung. Zack. Hattest du meine Antwort gelesen? Ich war eben abgelenkt wegen Telefon. Ich meine, du hast eben was geschrieben. Das hatte ich vorgelesen und beantwortet. Sonst schreib's nochmal. Aber du hast vor ungefähr 2 Minuten oder 1 Minute was geschrieben. Das habe ich vorgelesen. So, und Tauschraum wird wieder aufgemacht. Leider kein Monopol. Es gibt hier einige, die gern kopieren. Ja, Premierball ist beliebt. Der Premierball, das habe ich gemerkt. Ne? Den benutzen auch andere gerne. Ich meine, ich mag den auch. Aber momentan sammle ich die vor allem. Die sind ja auch nicht so einfach zu kriegen. So, dann Delty, nochmal Dankeschön. Auch für die Glorienrüstungen. Eine geht ja sofort weg. Und die anderen gehen natürlich auch bei Bedarf immer weg. Aber ich denke mal, eine pro Person ist ganz fair geregelt. Black Spy, ich habe keine Eier mehr. Ich habe keine Eier. Ich gebe dir hier ein Evoli. Eier sind alle. Ja, gut zu wissen. Dann werde ich Flatterhaar und Donnersichel immer mit Premierbällen fangen. Kannst du gerne machen. Und es kommen Eier. Okay, jetzt habe ich wieder Eier. Dann bin ich mal gespannt, was da drin sein könnte. Weil meine Living Dexe sind fertig. Ich brauche nichts mehr. Ich bin komplett fix und fertig. Nur eins, okay. Wie ist es möglich, dass mein erstes TikTok 7... Was? Okay. Ich bin das nicht. Ich bin die mit Hyperball... Pokéball. Okay. Ja, ich bin immer derjenige mit Pokéball oder halt mit Turboball. Flottball oder Pokéball. Weil Pokéball, finde ich, ist der Klassiker. Aber manchmal, wenn es schneller gehen soll, dann ist auch mal Flottball. Okay, haben wir ein Ei zum Ausbrüten. Gucken wir nach, was drin ist. Denk nach, habe ich angekündigt. Du hast Wassertauros schon mitgebracht. Wassertauros hast du schon und was anderes fehlt mir nicht. Ich habe doch alles andere. Hast du noch was anderes angekündigt? Dann werde ich mich gleich ärgern.
Ich kann mich nur an Wassertaurus erinnern und das hast du schon mitgebracht. Guten Abend, hey Rodium, schön, dass du da bist. Heute ist wieder mal ein bisschen Ruckelparty. Wir beobachten den Stream und wenn nochmal heftige Ruckelparty kommt, mache ich wahrscheinlich vorzeitig Schluss. Weil es ist heute ein bisschen wild. Ah, Vadribia, genau, in der weiblichen Version. Genau. Ja, da haben wir im letzten Stream drüber gesprochen. Wobei ich das ja eigentlich habe, ne? Das habe ich schon, aber zum Verlosen meinst du, ne? Das ist sehr, sehr gut. Das ist natürlich super lieb von dir. Da wird sich jemand irre freuen, weil daraus kann man Honweisel entwickeln. Und Honweisel zu entwickeln ist normalerweise ultra nervig. Oh, hier. Einfach ein schönes weibliches Vadribier im Premierball. Super cool. Zum Verlosen, genau. Da wird sich jemand richtig freuen, weil das ist ja ultra mühsam. So, hier ist noch ein Platz, guck mal. Da ist ein Platz. Jetzt aufgefüllt. Und das wird sehr bald verlost werden, da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir haben uns wieder neu verbunden. Ihr habt es gemerkt, ne? OBS hat wieder keine Verbindung gehabt. Es ist das wilde Internet. Ah, und CY. TikTok ist kein Problem, aber pass ein bisschen mit der Eigenwerbung auf, ne? Das darf man nicht übertreiben. TikTok ist sonst kein Problem. So, wir machen mal ein Vote, ob wir den Stream abbrechen oder weitermachen, weil ihr seht, Internet ist wirklich momentan. Es ist der Horror, weil sonst morgen 13 Uhr hoffe ich, dass es wieder normal läuft. Ich kann es natürlich nicht garantieren, aber wir machen schnell ein Vote. Moment, hier hab's. Okay, ihr könnt jetzt abstimmen. Ihr habt eine Minute Zeit. Machen wir heute noch weiter oder beenden wir es? Weil Internet ist echt doof. Internet ist echt momentan richtig, richtig nervig. Es hüpft hier hin und her. Wir können mal kurz hier gucken. Ja, da sehen wir es gerade. Ne? Es ist am Springen des Todes. Ja, wir haben uns gerade neu verbunden. Das heißt, ja, so sollte eine Internetleitung nicht aussehen. Wer sowas noch nicht gesehen hat, davor die 1,9 Stunden seht ihr hier, ne? Es war auch da nicht toll. Ihr seht immer wieder zwischendurch diese Schwankungen. Das Rote sind die Verbindungsabbrüche, das ist ganz üble. Sollte eigentlich niemals passieren. Es ist momentan, heute ist der Wurm drin. Hier, 6. Mai. Diese ganzen Verbindungen haben wir heute gehabt. Normalerweise sollte es nur ein Eintrag sein. So wie hier unten, ne? Am 3. Mai zum Beispiel. Ne, das war der Mittwoch, das war ja der üble Tag. 30. April, das war der letzte vernünftige Stream. So sieht es normal aus. Das ist ein normaler Stream. Ja, und wir haben heute so einen Spaß. Es ist... Deswegen, es tut mir leid. Aber mal gucken, was ihr sagt. Ihr wollt es noch probieren? Okay. Dann gucken wir nach. Vielleicht wird es ja besser. Also 87% sagen, wir probieren es noch ein bisschen. Dann machen wir weiter. Tauschraum ist wieder offen. Wer klickt hier? Nein. Boss ist wieder da. Okay. So, und CY, wie gesagt, TikTok ist kein Problem. Das ist kein Problem. Nur ich war da noch nie gewesen. Also ich habe keine Ahnung, wie es da genau abläuft. Ich kenne die YouTube-Shorts, aber TikTok noch keine Ahnung. Bei mir hat Bisa immer Standbild. Momentan ist die Leitung halt so schlecht, dass ihr öfters Standbild habt. So, Felix. Warst du heute nicht schon da, Nils? Nee, es war Ferdi Fuchs. Ferdi Fuchs war es vorhin. Genau, Felix. Was magst du gerne haben? Oh, nix wackelt. Vielleicht ein Event-Pokémon. Ach, Schweißvogel, bist du das? Schweißvogel, bist du Felix? Schweißvogel, wenn du Felix bist, dann sag mal Bescheid, dass du Felix bist. Du bist es, alles klar. Dann haben wir hier Evoli mit Glorienrüstung für dich. Dann schicke ich die erstmal rüber. Oh, oh, wo hast du den denn her? Wo hast du Windewo gedoppelt her? Mensch! Habe gerade mein erstes Shiny selber gefangen. Oh, Monster, GG. Sehr, sehr gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Aber lieber Dia-Show als gar keine Show. Ja, aber ihr wollt ja auch ein bisschen Bilder sehen. Nur Dia-Show, dann können wir auch Podcasts machen. Podcasts hätten den Vorteil, die kann ich im Voraus aufnehmen.
dann habt ihr auch eine vernünftige Leitung, weil ihr ladet es einfach ganz normal runter. Aber so, hier, komm, Internet muss funktionieren und ich habe normalerweise auch sehr gutes Internet, aber wie gesagt, wenn Internetanbieter sagt nein, dann geht's halt nicht. Habt ihr auf einem anderen Account von mir nochmal gefangen? Oh, okay. Dann würde ich sagen, wird auf jeden Fall verlost, ne? Das wird, kommt nicht in den Tauschraum, das wird wie ein Shiny verlost. Walking Wake, sehr, sehr cool. Magst du was anderes haben? Hey Bisa, was sagtest du vorhin nochmal bezüglich des Terra-Splitter-Farmen? Wo klappt das gut? Bei Hytera. Bei Hytera klappt das gut. Ansonsten bei 7-Sterne-Raids. 7-Sterne-Raids, da kannst du immer einen Typ farmen. Zuchtrest oder so ist egal. Da haben wir ein schönes Glurak. Französisches Glurak kam heute rein. Oh. Okay. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Da hätte ich dir wirklich zwei Glorienrüstungen geben sollen. Ah, aber wie gesagt, pro Stream, pro Person eine Glorienrüstung. Aber hol dir nächstes Mal nochmal eine ab. Nächstes Mal kriegst du gerne nochmal eine. Dann bringst du so tolle Sachen vorbei. Weil da wird sich jemand richtig freuen. Weil eine Menge Leute werden Windewoge und Eisenblatt verpassen. Und einfach erst in einem Monat anfangen zu spielen, wenn es sie nicht mehr gibt. Und dank dir können die dann hier die beiden coolen Pokémon bekommen. Also die hebe ich mir auf jeden Fall ein bisschen auf. Und dann die werden nächsten Monat verlost. Und dann wird es richtig cool werden. Also danke, danke, danke. So cool, so cool. Also das sind zwei ganz, ganz tolle Pokémon. Weil da wird sich wirklich jemand freuen. Ne? Das werden wir schön verlosen. Aber halt erst in einem Monat. Weil momentan kann sie ja jeder fangen. Wer sie jetzt nicht fängt, ist dafür ein bisschen faul. Ist halt einfach so. Aber in einem Monat, dann haben die Leute keine Möglichkeit mehr, die zu kriegen. Und das ist natürlich super, super lieb, dass du das extra hier machst. Richtig, richtig cool. So, du kommst mal hier hin. Und dann die beiden. Ne, Shiny-Boxen sind voll, aber die sind jetzt auch in der Shiny-Box drin. Gucken wir uns kurz mal an, ob die auch einen Ehrennamen haben. So. Und Ehrenname Felix ist drauf. So gut. Sehr, sehr cool. Und hier auch Ehrenname Felix. Super, super. Also vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, du wirst damit sehr, sehr, zwei Leute sehr, sehr glücklich machen. Super cool. So. Dann auf in den nächsten Tauschraum. So, ich danke dir. Ich danke dir. Weil wie gesagt, da wird sich jemand sehr freuen. Das ist wie mit den Dittos. Ne? Momentan haben alle ihre Dittos. Aber in ein paar Wochen werden die 5 und 6 DV-Dittos wieder richtig, richtig begehrt sein. Und das gleiche bei Windewoge und Eisenblatt. Das sind zwei so schöne Pokémon. Und ich finde es richtig fies, dass man die in einem Monat nicht mehr bekommen kann. Man kann die nur jetzt kriegen bis zum 15. Mai und dann nicht mehr. So. Sprache ist Englisch, weil ich das für das Ditto-Event gemacht habe. Also nicht wundern. Okay, nee, ist ja kein Problem. Das ist wunderschön. Hat er die gute Sera auch gemacht. Also für Ditto richtig raffiniert. Dann hast du nämlich die ausländischen Dittos. So, Yannick, jetzt bist du drin. Gucken wir mal nach, ob hier was für dich wackelt. Ah, noch nicht. Vielleicht ein Event-Pokémon. Alle Event-Pokémon müssten 5 DV haben und die versteckte Fähigkeit. Hier die gemischte Box hat die ersten drei Zeilen, sind mit 6 DV-Pokémon. Mitte rechts ist ein 5 DV japanisches Ditto. Und hier sind unsere Vivion-Muster. Autsch, die Latenz springt zwischen 5 und 25 Sekunden hin und her. Hoffentlich wird es morgen wieder ein ordentlicher Stream. Frag mich, warum das ist. Ich habe keine Ahnung. Die letzten drei Wochen hatten wir eigentlich relativ gute Streams gehabt. Da gab es gar keine Probleme, ne? Aber jetzt Mittwoch war es ganz übel. Und heute ist es halt auch ganz wild. Ganz, ganz wild. Vivion, alles klar. Hier sind die Vivion-Boxen. Box 9, Reihe 1. Da sind wir hier richtig. Und Reihe 3 rechts. Okay, Reihe 3 rechts weiß ich. Das ist das hier. Aber Reihe 1, ach ne, auch Reihe 1 rechts, alles klar. Das heißt Ozean und Flockenmuster, sehr gut. Weil oben ist Ozeanmuster und das Mitte rechts war dann Flockenmuster. Sehr, sehr gut. So. Ne, wir müssen wirklich gucken, weil mit der jetzigen Leitung, das ist für euch einfach doof. Ihr wollt ja ein bisschen was sehen. Ich würde fast sagen, wir machen nochmal eine Shiny-Verlosung. Nochmal zwei Shinies und dann beenden wir für heute. Weil, komm mal, die Leitung, es ist...
Es ist auch für mich immer super ablenkend, wenn ich immer gucken muss, ihr habt, könnt ihr gerade was hören, ne? Oder sehen. Und ich muss immer raten, ne? Könnt ihr hören und sehen oder vielleicht nur hören oder beides? So, ist das Fee? Fee? Nee, Fee ist nicht. Auch hier mit Fähigkeitenpflaster. Sehr, sehr cool. Danke. Eine haben Pflaster. Meine haben Pflaster. Ich gucke da gar nicht drauf. Ich gebe normalerweise die Pokémon von rechts nach links oder von unten nach oben, damit die Reihenfolge immer so ein bisschen ordentlicher bleibt. Ne? Habt ihr ja schon gemerkt. Ne? Wenn ich nehme die Pokémon normalerweise immer vom rechten Rand her oder vom unteren, damit ihr das leichter finden könnt. Weil ihr guckt ja meistens von oben nach unten oder von links nach rechts. Und deswegen, die sollten erhalten bleiben. So. Aber ich bin noch gar nicht in den Tauschraum gekommen. Finn, wie gesagt, die Leitung schwankt gerade so irre. Und ich denke mal, die meisten von euch freuen sich, wenn wir die Verlosung noch machen und tauschen. Ich laufe nicht weg, ich komme wieder. Aber momentan, das ist echt schlimm. Es wird nicht besser. Also jetzt ist eher so, dass es jetzt tendenziell eher schlechter wird. Und solange wir noch eine gute Leitung haben, machen wir noch eine Verlosung. Da freuen sich, glaube ich, die meisten. Und ja, morgen geht es 13 Uhr hoffentlich richtig gut weiter. Wenn nicht, glaubt mir, ich bin derjenige, der sich auch ärgert, weil ich mag mit euch streamen. Mir macht es Spaß. Aber wenn Internet sagt nein, dann kann ich nichts dagegen sagen. So, nehmen wir einen Feurigel. Das wurde vorhin gewünscht. Hier haben wir eins von Ash. Und nochmal von Ash. Das heißt, hier hatten wir letztes Mal von Eveline eins. Nehmen wir heute mal eins von Ash. Und dann nehmen wir als zweites... was nehmen wir als zweites? Haben wir ein gutes Raid-Pokémon? Warte mal, ich guck mal kurz nach. Haben wir ein schönes Raid-Pokémon? Nee. Eisenkrieger, ne? Eisenkrieger wäre ein Raid-Pokémon. Ist aber nicht richtig vorbereitet. Wen nehmen wir als zweites? Mal gucken. Eisenkrieger, yep, Eisenhand und Nachtara. Nehmen wir Eisenkrieger. Okay, nehmen wir Eisenkrieger, komm. Dann nehmen wir Eisenkrieger. So, nehmen wir die beiden. So, die gucken wir uns jetzt an. Warum gehe ich denn hier raus? Ich mache wieder Sachen. Hefel. Okay. Ja, sind Raid ready, wollte ich sagen. War es doch Raid ready? Ich habe geguckt an Eisenkrieger. Ich hätte es ein bisschen anders ausgerüstet. Aber wir haben die beiden wunderschön. So. Also, schauen wir nach, was ihr noch gewinnen könnt. Einmal haben wir ein schönes Feurigel mit dreimal sensationellen Werten. So. Und dann einmal Eisenkrieger mit guten Werten. Es hat gute Werte. So. Dann das Feurigel kommt vom lieben Ash. Das ist ein Ehrenmitglied im Chat. Also richtig, richtig gut. Spezialangriff hoch, das will man normalerweise haben, das heißt, das ist auch gut. Großbrand, ja, der Klassiker. Und es kommt aus dem Picknick in südlicher Zone 1 und wurde vor 2 Wochen geboren. Wunderbar. Dann haben wir Eisenkrieger, das kommt von Damian oder Damian. Der war auch im Chat, ne? Auch ein Chat-Ehrenmitglied. Und auch sehr, sehr schick, komplett in Silber. Unglaublich cool. So, mit Quantenantrieb, das haben die aber alle. Dann haben wir als Attacken Psychoklinge, Nachthieb, Laubklinge und Mondgewalt. Auch richtig schön. Aus der Zone 0 natürlich, mit starkem Willen und es hat sogar ein Band. Es hat ein Gängigkeitszeichen, weil es sich an Menschen gewöhnt hat. Sehr, sehr cool. Hat, glaube ich, bei mir noch kein Pokémon. Hätte ich auch gerne. So, die beiden kann man gewinnen. Ich mache die Kamera wieder an. So. Also zwei schöne Pokémon von lieben Leuten im Stream. So. Also zuerst kommt Shiny Feurigel. Und danach Shiny Eisenkrieger. Eisenkrieger habe ich schon so lange gesucht. Ich habe es selbst noch nicht geschafft, es zu fangen. Ich habe Eisenhand schon gefunden. Aber Eisenkrieger, ich will den für euch unbedingt mal finden. Ich habe es noch nicht geschafft. Aber eines Tages finde ich den. Ich war extra mit Sandwiches sogar drin, ne? Also nicht mit Shiny Sandwich, aber Begegnungs plus 1 Sandwich hat nicht gereicht, obwohl ich so viele Kämpfe hatte. Okay, ich gucke nochmal in den Chat rein und dann starten wir es.
So, Bisa, Bisa, mach doch weiter, jag das Raffel auf die Leiter. Dann muss ich ja heute Eisenkrieger gewinnen, nachdem der gestern schon aus war. Heute war der da, ne? Wir haben ja gestern noch neue Wege gefangen, aber halt nach deinem Tausch waren wir dann in der Höhle und haben es gefangen. So, okay, dann starte ich mal. Also, Giveaway für Shiny Feurigel beginnt jetzt. Wer Shiny Feurigel haben will, kann jetzt mitmachen. Ein sehr süßes Pokémon. Ihr habt es gesehen, ne? Es ist so bräunlich, statt normalerweise leicht grünlich. So, wir haben 11 Teilnehmer. Also eure Gewinnchance aktuell ist 1/11. Und ihr habt noch eine halbe Minute Zeit. Das heißt, ihr könnt noch teilnehmen. Und es ruckelt gerade hier ohne Ende. Es tut mir so leid. Aber es spielt für die Verlosung keine Rolle. Die läuft im Chat. Das heißt, ihr seht auch alles Wichtige. So, und wir sind gleich bei einer Minute. Noch die letzten 10 Sekunden. Dann ziehen wir einen Gewinner. Oh, und es ruckelt wieder. Wir haben das Ruckeln des Todes. Okay. Alles klar, wir sind bei der Minute. Und ich mache jetzt zu. Alles klar, 19 Teilnehmer. Und Gewinner von Shiny Feurigel ist... Es ist Sayo. Sayo, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst Shiny Feurigel. Sayo, du hast gewonnen. Komm bitte in den Tauschraum und hol dir dein schönes Feurigel ab. So. Tauschraum wird wie immer geändert auf die 23 am Ende. Und schreib bitte okay in den Chat, wenn du bereit zum Tauschen bist. Oh, wir haben hier voll die Dia-Show wieder. Aber gut, tauschen kriegen wir noch hin. Sayo, du hast gewonnen. Und alle anderen haben gleich nochmal eine Chance auf Shiny Eisenkrieger. Ja, ich bin der Einzige, der Bidiza gefangen hat. Ah, Bidiza, unseren kleinen Gott, ne? So. Mal gucken. Das hat er sich verdient, aber hey, jeder hat's verdient von euch. Jeder hat's verdient. Ich gönn's euch. Wie gesagt, ich bin nur der durchlaufende Posten. Ihr seht ja immer die Namen, von denen die kommen, ne? Also vom lieben Ash kommt das. Bidiza, die VM-Maschine, genau. Bidiza war dafür sehr, sehr gut. Genauso wie Barmelin. Barmelin war auch ein sehr, sehr schönes VM-Pokémon. Habe ich auch mal sehr gerne eingesetzt. Wobei Barmelin entsprechend dann die ganzen Wasserattacken hatte. Das konnte man sogar im Kampf auch einsetzen. Alles klar. Und Bidiza war ja komplett nur 100% nur VM, ja. Weil den hat man nicht im Kampf eingesetzt. Theoretisch könnte man den mit Stärke einsetzen. Aber wer hat als Attacke Stärke eingesetzt? Also ich nicht. So, hier ist auch Sayo. Aber bitte, bitte nochmal mit OK bestätigen, dass du der richtige Sayo bist. Und dann schicke ich Feurigel rüber. Alles klar, ich sehe jetzt zweite OK. Dann hier kommt dein schönes Feurigel. Viel, viel Spaß. Und ein Shinox. Ich mag Shinox. Ich habe die Spinne gewonnen, Spinsidias, genau. Das war die allererste Verlosung heute. Sehr, sehr gut. Okay, dann verlosen wir jetzt gleich noch Eisenkrieger. Bin gespannt, wer das kriegt. Wie gesagt, ich versuche weiterhin immer noch Eisenkrieger für euch mal zu fangen, weil ich bin ja oft in der Chanera-Höhle. Und da kommt es ja normalerweise, nur bei mir halt einfach nicht in Shiny. So, okay. Gerne, gerne, Sayo. Viel, viel Spaß damit. Und alle anderen haben jetzt die Chance, direkt noch das schöne Shiny Eisenkrieger zu gewinnen. Komplett in Silber. So, ich drücke direkt auf den Start. So, ihr seht im Chat jetzt die Meldung, dass das nächste Gewinnspiel startete. Nämlich für Shiny Eisenkrieger. Das heißt, Lazy, einfach Ausrufezeichen Bisa schreiben. So wie es alle anderen auch machen, wenn du Ausrufezeichen Bisa schreibst, wirst du deinen Namen hier links auf der Seite sehen. Beziehungsweise, wenn du nicht einer der ersten 8 oder 10 bist, siehst du oben, dass die Zahl einfach steigt, die Zahl der Teilnehmer. Und im Chat kommt normalerweise eine Bestätigung, da steht immer dabei, du bist dabei. Genau, hast du richtig gemacht, jetzt bist du dabei. Alle haben die gleichen Gewinnchancen, egal ob Abonnent, Follower oder zum ersten Mal dabei. Und wir verlosen immer mindestens 5 Shinies pro Stream. Ja gut, heute werden es nur 4 sein, weil wir vorzeitig Schluss machen. Wegen doofem Internet, aber normalerweise mindestens 5
Und ja. So, aktuell haben wir 20 Teilnehmer. Ich sehe schon hier, Eisenkrieger ist beliebt. Es sieht auch sehr cool aus. Ich meine, Feuerregel ist auch super cool. Aber Eisenkrieger ist bei mir so ein ganz spezielles Pokémon. Ich will den unbedingt mal fangen. Aber halt selber fangen, ne? Da könnt ihr mir nicht helfen. Das muss ich alleine schaffen. Ich hoffe, ich schaff's mal. So, Minute ist rum. Dann machen wir zu. So, und Gewinner von Shiny Eisenkrieger ist. Es ist Kati. Kati, du hast auch schon lange nichts mehr gewonnen. Wunderbar, also Kati, du bekommst Shiny Eisenkrieger. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein sehr schönes Pokémon. So. Wann hat Kati letztes Mal gewonnen, ne? Das ist schon eine ganze Weile her. Kati, bitte mal okay in den Chat schreiben, wenn du bereit zum Tauschen bist. So, und wir haben jetzt genau 21 Uhr. Ja, dann sorry, sorry, dass wir heute vorzeitig Schluss machen werden. Aber ihr habt ja selbst gemerkt, ne? Heute, da ist der Wurm drin. Morgen 13 Uhr, 13 bis 18 Uhr, hoffe ich mal auf besseres Internet. Und dann haben wir morgen hoffentlich den Spaß, der heute ein bisschen weniger da war. Aber es wird morgen wunderschön, da bin ich mir ganz sicher. So, wenn es morgen besser läuft, musst du dann die Verlosungen nachholen. Nee, nachholen machen wir nicht, aber wir machen dann morgen vielleicht einfach so mehr Verlosungen. Das passt schon so. So, habe ich Kati übersehen? Nee. Kati, ich brauche ein Okay, damit ich dir Eisenkrieger rüberschicken kann. Ach, da oben sehe ich. Ausgerechnet Bisa? Nee, das war es nicht. Ist morgen im Kino? Oh, nochmal Mario? Oder gibt es einen neuen Film? Gibt es einen neuen guten Film? Joachim, was gibt es denn Gutes? Also Raid zu Jan? Wir können auch zu Jan rübergehen. Das ist kein Problem. Wenn Jan online ist, wir gucken gleich nach. Bisa, an welchen Internetanbieter können wir einen bösen Brief schreiben? Es ist bei mir die KEWAG, die ist in Koblenz, sitzt die. Aber ja gut, ihr könnt da nichts machen. Würde auch nichts bringen. Die müssen es beheben. Sowas kann passieren. Ich habe halt Pech, dass es bei mir passiert ist, aber irgendwen trifft es halt immer. Und wie gesagt, normalerweise habe ich keinerlei Einschränkungen. Das Einzige ist streamen. Nur streamen geht nicht. Alles andere geht. Ich kann den ganzen Tag, ich kann GW2 spielen, ne? Guild Wars. Gar keine Einschränkungen. Aber wenn ich streamen will, da merkt man halt, dass ich diese Latenzprobleme habe, ja? Leitung voll, Leitung weg, ne? Es ist der Horror. Guardians of the Galaxy. Ah, davon gibt es auch einen neuen Teil, richtig. Oh, schön. Da musst du uns erzählen, ob der gut ist oder nicht. Weil die Serie wollte ich mir auch mal angucken. Da gibt es ja inzwischen, das ist der zweite Film, ne? Aber da gibt es noch mehr für den Spin-offs und sowas, ne? Da gibt es diesen coolen kleinen, was ist das? Erdmännchen oder sowas? Ah. So, Kati. Ich brauche ein Okay von dir. Startest du deine Switch gerade? Kann das sein? Wie wäre es mit Eisenhand für morgen? Habe ich Shiny Eisenhand? Wenn ich es habe, dann können wir es verlosen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Shiny Eisenhand habe. Ich habe ein Eisenhand von euch, was ihr für ein Raid vorbereitet habt. Das ist im Tauschraum. Rocket Waschbär. Genau, Waschbär war das. Richtig. Der sieht voll süß aus. Den mag ich. Morgen kochen wir einen Gulasch. Oh, Gulasch ist auch so lecker. Bei Gulasch ist immer die große Frage, was hat man als Beilage, ne? Nudeln, Reis, Knödel. Ich glaube, Original ist Knödel, ne? Knödel sind eigentlich das Original. Aber da auch wieder die Frage, ne? Diese Klöße oder Semmelknödel? Ah, Kati, alles klar? Ich vermute, du hast die Switch gestartet, ne? Genau, Gulasch nur mit Knödel, ne? Ja. Wobei, ich bin auch tatsächlich ein großer Fan von Klößen. Weil an Klößen, da klebt die Soße noch besser dran. Oder Spätzle, genau. Spätzle geht auch. Spätzle ist auch richtig, richtig gut. Weil wichtig bei Gulasch ist immer, das muss die Soße aufsaugen. Deswegen, also ich finde auch Reis gut, aber original ist, glaube ich, wirklich Knödel. Semmelknödel, ne? So, Kati, bitte ein zweites Okay. Wenn du die Kati bist, die bei mir im Tauschraum ist, bei dir steht ja Bisaline hoffentlich. Aber sieht gut aus, ne? Perfekt. Dann kommt hier Eisenkrieger. Viel, viel Spaß. Oh, Muschas in Shiny. Oh, danke schön, Kati. Du gönnst mir ein weiteres Shiny. Danke, 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 danke. Wird verlost, ne? Weil ich hab's ja bereits. Aber es sieht so schön aus. Das erkenne sogar ich, ne? Das erkenne ich sofort. Ist nicht blau, es ist halt hier einfach schön in Sandfarbe. Wunderhübsch. So. Er ist online, macht gerade ein Pokémon-Quiz. Oh, super. Dann lohnt sich ein Raid auf jeden Fall. Und Thüringer Klöße. Das passt auch wunderbar, genau. Also Klöße, wie gesagt, die sind halt so schön ein bisschen klebrig, schleimig. Und das finde ich cool bei denen. Gerade mit viel Soße.
empfehle Brezelknödel. Das ist auch eine schöne Idee, weil Brezel sind super lecker. Und aus Brezeln Knödel zu machen, statt nur aus Semmeln, sehr, sehr gute Sache. So, hier, Kati, vielen lieben Dank. Guck mal, Kati hat gewonnen und bringt einfach ein neues, cooles Pokémon mit. Wir müssen also mehr Verlosungen machen. Weil so werden die Shinies nicht weniger. Das heißt, wenn es morgen läuft, dann... Ich denke, wir werden morgen dann mehr Verlosungen machen. Aber das schauen wir dann. Ich kann nichts versprechen. Hat es einen Ehrennamen? Ja, Ehrenname Kati ist drauf. Sehr, sehr schön. Das heißt, wenn ihr morgen vorbeischaut, vielleicht könnt ihr das Pokémon gewinnen. Das sehen wir erst morgen, was verlost wird. Aber ihr seht hier, wir haben drei Boxen voller Shinies. Ne, hier Shiny Box 2, Shiny Box 1 und Shiny Box 3, die heißt Reserve. Die alle könnt ihr gewinnen. Natürlich jetzt hier Windewoge, Eisenblatt, die kann man nicht gewinnen. Genauso wenig auch Koraidon. Das sind die einzigen Ausnahmen. Die heben wir uns auf für einen besonderen Tag. Aber ansonsten ist alles dabei. Und Eisenhand übrigens nicht. Ich habe kein Shiny Eisenhand. So, dann machen wir hier zu und dann machen wir einen schönen Raid. Dafür brauchst du besseres Internet. Bisa macht morgen 9 Verlosungen. Wir gucken mal nach. Also 9 ist schon eine ganze Ecke mehr, aber mal gucken. So, gute Nacht, bis morgen. Gerne, gerne. Hightech, dann schlaf auch schön. Wobei, ein Schlafen gehen, gucken wir mal kurz vorbei irgendwo. Vielleicht beim guten Jan. Schauen wir nach, wenn Jan da ist. Ich denke mal, beim Jan vorbeischauen ist immer eine schöne Sache. So, hier sind wir fertig. Hier sehen wir unsere wunderbare Leitung. Ach du meine Güte, ist das ein Zickzack hier. Eieieiei. So, hier war das. Die Raids sind vorbei, die brauchen wir nicht mehr. Wir gucken mal mit F5, gibt es neue News? Ja, wir haben neue News. Guckt mal, eine neue News ist da. Weitere Paldea-Pokémon als Plüschfiguren erhältlich. Oh, vergangene Woche erschienen am 29. April in japanischen Pokémon-Centern weitere Plüschfiguren zu Pokémon aus der neuen Paldea-Region. Konkret können nun Paldea Felino, Kolowal und Hefel erworben werden, die bereits in früheren Trailern enthüllt wurden. Alle drei Figuren kosten jeweils 2200 Yen, also rund 15 Euro. Sind ja auch teurer. Früher waren die für ungefähr 10 Euro immer. So. Oh, die sind süß. Felino würde ich gerne haben. Felino ist cool. Oh. Okay. Oh, die sind schon süß. Die sind süß. Aber gut. So, dann schauen wir nach. Wer ist noch da? Jo. Jan ist da. Bei Jan waren wir eine Weile nicht mehr gewesen, deswegen ab die Post rüber. Dann gehen wir rüber zum lieben Jan. Ah, oh, Werbung. Hier, Ton aus. Was? Bin ich jetzt hingerutscht? Ich habe nur Werbung ausgemacht. So, dann Namen markieren. Für den Raid. Und dann gehen wir rüber. Einmal Post. Und nochmal trinken. Machen wir hier. Prost! Und wie ich gehört habe, macht der gute Kasyro, der gute Jan, ein Rätsel, ein Quiz. Da seht ihr auch, ne? Ja. Frage 5 von 10. Und da könnt ihr gleich mitmachen. Denke ich mal, das passt doch richtig schön. Müssen wir auch wieder machen, ne? Hatten wir auch ein paar Mal gemacht, so ein schönes Quiz. Super, super schön. Und dann sehen wir uns morgen, wenn das Internet bei mir... Ja. Oh, wenn mein Internet mitmacht, sehen wir uns morgen 13 Uhr. Aber gerade jetzt ist es auch wieder am Eskalieren. Internet ist heute schlimm. Hörst du schon auf oder was? Jakob, Internet mag heute einfach nicht. Und einfach, es macht so keinen Sinn. Also ihr habt hier ständig Standbilder und das ist für euch nicht schön. Dann danke dir, Robert, für deinen Stream. Schlaft alle später gut und bis zum nächsten Mal zusammen. Ja, also wie gesagt, viel, viel Spaß beim lieben Jan drüben. Da habt ihr auf jeden Fall auch Spaß. Genau, und dann ab nach Japan für die Plüschis. Da wäre ich auch dabei. Wir brauchen in Deutschland echt ein Pokémon-Center. Einfach hier ein schönes Pokémon-Center in Deutschland. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern auch ein paar von euch würden den Laden plündern. Wir würden hingehen und einfach alles wegkaufen. Ne, wir brauchen einfach so ein richtiges, cooles Pokémon-Center mit coolen Plüschis. Okay, also, bitte in Köln. Mir ist egal, wo in Deutschland. Dank 49-Euro-Ticket kann man doch jetzt überall hinkommen. Gibt es in Berlin nicht eins? Das ist kein Pokémon-Center. Das ist einfach so eine Pokémon-Verkaufsecke. Ups. Okay. Raid ist gestartet.